und herzlich willkommen zurück hier im, nicht zurück, sondern einfach hier im Ulysses, in unserem neuen Ulysses-Studio. Also es ist das neue Ulysses-Studio, es ist das Next Ulysses-Studio, es ist das ultimative Ulysses-Studio. Und jetzt muss ich nochmal gucken, ob mir alles einfällt, was ich vorher schon an Blödsinn gelabert habe. Also das hier ist kein Provisorium. Wir haben das nicht irgendwo aufgebaut, wo wir schon mal waren, sondern das ist komplett neu dafür gebaut worden. Das heißt, ihr seid jetzt hier live mit dabei bei der Einweihung dieses unglaublich mega coolen neuen Studios. Es ist, also ich weiß nicht, wie du dich fühlst, Jan, aber ich empfinde das gerade als totalen Hammer. Ja, ich bin auch sehr begeistert, dass es jetzt endlich hier losgeht. Ja, also nachdem wir noch ein bisschen schafferten. Alter, hier ist Arbeit reingeflossen. Wir haben uns aber natürlich nicht lumpen lassen und haben auch die beiden entfernt sitzenden alten Männer mit einem schicken neuen Rahmen versehen, wie man hier sieht. Die haben nämlich einen extra passenden alte Männerfarbigen lila Rahmen. Ja. Und ihr seid mit dabei, live beim allerersten Mal das Ulysses Studio in seiner ganzen großen Pracht. Das, was ihr hier seht, ist auch nur ein Ausschnitt. Also ihr werdet im Laufe der nächsten Zeit dann noch ganz viel, viel mehr sehen. Mhm. Mit ein bisschen Glück kommt der Tisch zurück. Das heißt, wir können irgendwann auch wieder Rollenspiel an diesem geilen großen Tisch machen und sowas. Also es stehen wunderbare Sachen ins Haus und es ist ein absoluter Knaller. Es ist total geil und ich bin der festen Überzeugung, wir haben euch nicht zu viel versprochen, als wir letzte Woche gesagt haben, es lohnt sich einzuschalten, als wir euch so die ganze Zeit geteased haben, mit da passiert was und wir können es noch nicht sagen. Aber jetzt können wir es sagen, weil wir sind wirklich fertig geworden. Wenn wir es nicht geschafft hätten, hätten wir uns irgendwas einfallen lassen mit Jan und ich machen alte Männer irgendwie vom Stecke, Schrottplatz oder sowas. Irgendeine Stecke irgendwo hingehalten oder so. Ich muss dich mal ganz kurz verkabeln. Wir werden neu verkabelt. Okay, also ihr seht, es ist nicht nur so, dass wir ein neues Studio haben, sondern wir haben ein typisches neues Studio mit allem, was dazugehört. Sprich, leichten Anfangsschwierigkeiten, aber das ist ja genau das, was es gerade so authentisch macht. Das heißt, ihr könnt live miterleben, wie gerade die Inge dem Jan im Bad popelt. Ich meine, hallo, auch das alleine ist für sich etwas, das ist eine absolute Weltpremiere. Wir haben natürlich keine Ahnung, was ihr seht, weil... Genau, wir haben keine Ahnung, was ihr seht, ist auch völlig wurscht. Genau. Auf jeden Fall ist es total cool, dass ihr wieder mit dabei seid. Zu einer weiteren Folge, alte Männer reden über alte Spiele. An diesem Punkt wollen wir nicht unerwähnt lassen, dass natürlich alte Männer ein reiner Ehrentitel ist, weder was mit dem Geschlecht noch mit dem Alter der Anwesenden zu tun hat. Und heute mit dabei... Live im Studio, auch das seit langer Zeit zum ersten Mal wieder, alter Mann Jan Schmid. Hallo Jan Schmid. Hallo Markus. Ja, wie schön, dass du da bist. Ja. Und im Ulysses Außenstudio 1 mit dabei, alter Mann Björn. Hallo Björn. Hallo, schönen guten Abend. Und im Ulysses Außenstudio 2, alter Mann Jan ohne Schmid Wagner. Da. Der wirkt aber wirkt entweder wahlweise sehr, sehr tief versunken in seiner Denkerpose. Sag mal, es gibt auch niemanden von uns, der das so ansatzweise gut schafft, diese Denkerpose, also diese, sich immer in den perfekten Momenten einfrieren zu lassen, genau. als wirkt, der Herr Wagner. Wirkt immer das ist gewollt. Eine Grundhaltung. Ich glaube wirklich, der schläft auch so. Herrlich. Ja, im Meeting hat man dann immer das Gefühl, dass er sehr interessiert zuhört. Ja, also es ist auf jeden Fall großartig. Wir sind heute vollzählig, wir haben ein neues Studio, wir haben anfängliche, extra natürlich eingebaute und geskriptete leichte Schwierigkeiten, damit ihr das Gefühl habt, ihr seid hier mittendrin statt nur dabei und wir machen Live-Operationen. Irgendjemand popelt dem Jan im Bad rum. Also es ist für Einlagen jeder Form gesorgt. Wir sind live. Ja, wir sind nicht nur ein bisschen live, wir sind sehr live. Wir sind auch extrem beleift. Egal. Und wir haben heute ein echt spannendes Thema, finde ich. Ja. Ein sehr spannendes Thema. Ein Thema, von dem ich mir sicher bin, dass die meisten von euch wahlweise es sehr intensiv kennen. Vielleicht nicht unbedingt in dieser ersten Form, weil wir reden ja über den Kram aus den 80ern. Das heißt, wir reden von einem Produkt, das es danach auch immer gab, also das ist nie irgendwie verschwunden, das gibt es auch heute noch und das ist die berühmteste, darf man ja sagen, Kampagnenwelt von D&D. Also es ist mit Sicherheit die größte, es ist die ausgearbeiteteste und es ist die, in der sich mit Sicherheit die meisten Produkte tummeln. Ja, ich bin gespannt, ich sehe hier, hat schon jemand Diskussionsbedarf, nämlich die Forgotten Realms. Yeah. Yay!
Forgotten Realms. Forgotten Realms, Vergessene Reiche. Sollen wir die jetzt alle in die Kamera halten? Ja, wir haben sogar mehrere Boxen direkt mitgebracht, damit jeder seine eigenen angucken kann. Ja, also, ich meine, es gibt ein paar Spalter dabei. Ja, aber davon abgesehen. Ich kann auch noch mit späteren dienen. Also. Ja, das ist ja... Ja, die zählen ja dann schon gar nicht mehr. Also genau. Wir reden jetzt ja tatsächlich, reden jetzt nur von dem ganzen Kram aus den 80ern. Und da ist schon eine ganze, ganze Menge drin. Und da wird euch einiges erwarten. Und ich bin mir sicher, wenn der Herr Wagner jetzt wiederkommt, nachdem er irgendwo in der Kiste seinen First Edition rausgekratzt. Ich sehe nichts. Ja, hey, komm, nee. City of Splendors. Ich bitte dich. Also, ja. Besser als nichts. Also, okay. Ja, immerhin. Er hat was aus dem Vergessenen Reichen. Das bringt mich aber gleich zu der ersten Frage. Wer von euch, also ihr habt die Boxen, aber habt ihr auch tatsächlich aktiv in den Vergessenen Reichen, in den Forgotten Realms gespielt? Und auch damals schon, Ende der 80er? Temple of Elemental Evil, war das Forgotten Realms? Nein. Greyhawk. Dann, wenn ich Box habe, aber keine Ahnung, das finde ich gut. ich meine, wir haben dann nach dem Tempel tatsächlich in Forgotten Realms gespielt, aber ich würde jetzt nicht darauf wetten, dass das noch 80er war. Es könnte Anfang 90er gewesen sein. Markus? Also ich habe sehr intensiv in den Forgotten Realms gespielt. Ich habe mir damals die allererste englische Box geholt. Ich weiß nicht, wann war das? 87 oder irgendwie sowas? 87, die ist Gen Con 87 rausgekommen. Genau, habe ich mir diese Box geholt, weil die war ja auch zu dem Zeitpunkt im Dragon hoch und runter beworben und so weiter und so fort. Und das war sowieso für uns absolut auch eine Zeit, wo wir viel AD&D gespielt haben. Die Box war damals einfach was komplett Neues. Also ich hatte die Greyhawk-Box ja nie, über die hatten wir ja schon mal gesprochen, aber für mich war die Forgotten Realms-Box sozusagen das, was für euch diese Greyhawk-Box mit dem alter Schwede ist da viel drin erfahren war. Ich habe sehr viel da drin gespielt, ich habe die Box auch sehr viel benutzt und ich habe nie selbst in den Forgotten Realms gespielt, ich habe immer nur in den Forgotten Realms geleitet. Okay. Bei mir war es in den 80ern genau andersrum, deswegen habe ich auch die Originalbox nicht. Die durften wir nämlich nicht sehen, weil das alles total geheim war. Das heißt, ich habe in den Forgotten Realms gespielt. Am Anfang wusste ich das nicht, dass ich das tue. Also wir haben einfach irgendwo gespielt, wo halt irgendwie Sachen zum Kaputtmachen waren. Aber im Nachhinein gab es dann plötzlich, irgendwann fing es dann an, dass es eine Story gab. Das war, ich möchte nicht sagen irritierend, aber ungewöhnlich. Weil es plötzlich Sachen gab, die passiert sind, die nichts mit uns zu tun hatten. Irre. Das war mein erster Eindruck. Das war seltsam. Weil normalerweise war die Welt sozusagen ja immer nur durch uns da. Und dann fing es an so, ja, und dann ist das und das passiert und irgendwelche Gerüchte von irgendwas. Und wir so, ja, okay, wenn es da ein Gerücht gibt, ist es da ein Abenteuer. Nee, es ist schon vorbei. Das hat der so und so gemacht. Und ich so, wie der so und so. Was? Und dadurch wurde uns klar, wir spielen in einem größeren Zusammenhang. Und das waren die Forgotten Realms. Und dann nach und nach haben wir dann auch angefangen, die Welt kennenzulernen, wobei ich immer noch Schwierigkeiten außerhalb der Schwertküste habe, weil wir nur in der Schwertküste gespielt haben. Naja, Klassiker. Wie alle halt. Da komme ich später auch noch zu, weil das ist tatsächlich etwas, was auch an der Publikationsstrategie lag, die sich mit den Forgotten Realms ergeben haben. Wisst ihr oder habt ihr eine Ahnung, wie die Forgotten Realms überhaupt entstanden sind? Ja, also schlussendlich sind die ja von Ed Greenwood. Der die Sachen aufgeschrieben hat und dann peu à peu publiziert hat also Artikel im Dragon hatte und dann war TSA auf der Suche nach einer neuen Kampagnenwelt, ne? Also die Vergessenen Reiche oder Forgotten Realms sind schon sehr viel älter als tatsächlich Rollenspiel ist. Er hat nämlich als Achtjähriger angefangen, Fantasy-Geschichten zu schreiben und hat sich eine eigene Welt gebaut. Ja. Und er ist erst 78 zum Rollenspiel gekommen an der Uni. Hat dann aber sofort gesagt, boah, geil, genau das Richtige für meine Welt, mache ich. Und hat angefangen, Rollenspielmaterial zu schreiben. Und hatte da aber schon kistenweise Zeug geschrieben, Kurzgeschichten, irgendwelche Sachen und so weiter, Sachen ausgearbeitet, sodass das relativ leicht für ihn war, hinzugehen und zu sagen, okay, ich kann hier einfach Abenteuer drin ansiedeln
und Abenteuer drin spielen und hat dann aber auch sehr schnell Kontakt geknüpft zu den Dragonmachern, also zu TSA, und hat 1979 angefangen, Artikel zu veröffentlichen im Dragon Magazin. Wobei, und das ist eben halt das, was sehr passt zu der Zeit auch. Und liebe Inge, da kannst du schon mal anfangen, den ersten Artikel einzublenden. Zu der Zeit hat man nämlich im Dragon Magazin primär Regelmaterial, Monster oder magische Gegenstände veröffentlicht. Genaue Erklärung, halt, wie Zweihandwaffen kleben, pieken und so weiter aussehen. Das hatten wir gerade. Genau das. Und das allererste, was er für die Forgotten Realms veröffentlicht hat, war ein Monster namens Cursed, das auch später dann wieder aufgegriffen wurde, auch im publizierten Material. Er hat aber eben auch magische Gegenstände und so weiter immer wieder in den unterschiedlichsten Kolumnen gemacht. Aber das, was der Unterschied war zu dem, was andere Autoren gemacht haben im Dragon, war, also wie Roger Moore, der zum Beispiel auch sehr viel Material publiziert hat in der Zeit, er hatte immer die Forgotten Realms als Hintergrund. Das heißt, er hatte immer irgendwie das Gefühl von, er erzählt etwas aus einer ganzen Welt. Und das ist an den TSA-Leuten nicht ganz vorbeigegangen. Und als im Prinzip 85 Gygax die, ja sagen wir mal, also im Wiki steht es als, er hat die Kontrolle über TSA verloren, sagten sich die Powers that be, wir brauchen eine neue Kampagnenwelt, die nicht Greyhawk ist und die zur Hauptwelt wird. Und die anders als Dragonlance, was da schon erfolgreich lief, nicht unter der Kontrolle ist von ein bis zwei Personen, sondern etwas offener gestaltet werden kann. Mhm. Und sie haben Jeff Grubb beauftragt, einfach mal zu gucken, haben wir irgendwas Passendes? Kann man irgendjemanden engagieren, was Passendes zu schreiben? Und Grubb ist dann hingegangen und hat Greenwood schlichtweg gefragt, sag mal, das Zeug, was du da im Dragon veröffentlichst, denkst du dir das einfach spontan immer aus, wenn du das Item oder das Monster schreibst, oder hast du da tatsächlich mehr im Hintergrund? Und die verbriefte Antwort muss wohl gewesen sein, ja, beides. Nice. Und dann haben sie sich im Prinzip zusammengesetzt und haben gesagt, okay, Greenwood hat geschildert, was er alles schon hat, was der Hintergrund dieser Welt ist. Und daraufhin konnte Grubb dann die Entscheider überzeugen, das ist die richtige Welt. Da haben wir ein extrem großes Sandbox, die wir gestalten können und wo auch der Macher kein Problem damit hat, wenn er uns das verkauft, dass andere Leute dafür schreiben. Das war eben halt der große Unterschied zu Dragonlance, dass Weiss und Hickman sehr darauf bedacht waren, dass sie es selber schreiben. Das ging ja so weit, dass die Romane sollten ursprünglich von jemand anders geschrieben werden. Und als sie dann ins Editing gingen des ersten Romanentwurfs, haben sie gesagt, das machen wir lieber besser selber und haben einfach nochmal von vorne angefangen zu schreiben. Und das wollte TSA nicht nochmal haben. Sie wollten eine Welt haben, wo einfach sehr viel mehr Autoren dran mitschreiben können. Und Ed Greenwood war da auch sehr, sehr offen für und hat dann kistenweise Notizzettel, Karteikarten und so weiter an Grubb geschickt, der sich dann da erstmal durchwühlen durfte und das Kampagnenset draus gebaut hat. Und es gab eine Reihe von Artikeln eben, also ich habe ein paar der Inge zur Verfügung gestellt, die kann sie mal einblenden, einfach mal so als Beispiele, was vorher veröffentlicht wurde. Das waren primär eben meistens Monster oder magische Gegenstände. Es gab aber auch einen Artikel, wo er im Prinzip schon das Pantheon vorgestellt hat. Eingepackt in einem Artikel, wie schreibe ich eigentlich einen kompletten Götterpantheon für eine Welt? Und hat dann ist dann im Prinzip hingegangen und hat seinen Pantheon für die Forgotten Realms, eben mit Helm, mit Tyr, mit Timora und so weiter, auch im Dragon schon publiziert gehabt. Und das war Anfang der 80er, also 81 sogar schon. Und hat dann auch, zu dem Zeitpunkt gab es noch auch Abenteuer im Dragon-Magazin. Ich habe hier einen, das ist der Dragon 64, vorm Dungeon. Und da gab es zum Beispiel dann auch im Dragon 64 ein Abenteuer, nennt sich The Assassin's Run. Mhm. Spielt unter Waterdeep, wo es Undermountain noch nicht gab unter Waterdeep. oder zumindest noch nicht in der Form. Und ging um Assassinen und Diebesgilde. Das ganze Heft hatte irgendwie Content um Assassinen herum. Und da hat er tatsächlich ein Abenteuer hier, auch was unter Waterdeep schon spielt, drin veröffentlicht. 86
war es dann soweit. Man hat das Kampagnenset rausgebracht, aber um das Ganze vorzubereiten, hat sich TSA entschieden, ein paar Abenteuer, die eigentlich für anderes Material gedacht waren, einfach mal Redcon-mäßig in die Forgotten Realms zu packen. Die ersten waren die Bloodstone Pass-Sachen, die eigentlich für das Battle-System waren, also für ein Massenschlachtsystem. Die fehlen mir auch, also die habe ich tatsächlich nicht in meiner Sammlung, weil damals haben sie mich nicht interessiert und danach waren sie einfach zu teuer für mich, um sie irgendwann mal auf dem Sammlermarkt zu Tja. Und die haben aber auch nicht wirklich einen ernsthaften Forgotten Realms Bezug. Das nächste Abenteuer, wo das passiert ist, war Treasure Hunt. Das, ja, gut. Das ist ja so frei, was den Inhalt angeht. Also das ja, sie haben es dahingehend gepackt, das Archipelago, auf das es spielt, wurde dann tatsächlich offiziell Teil der Forgotten Realms, nämlich der Moonshee Islands. Also das ist der nördlichste Zipfel der Moonshee Islands. Das heißt, sie haben es sozusagen das Abenteuer genommen und gesagt, das ist jetzt auch Teil der Forgotten Realms. Nicht beim Abenteuer dazu geschrieben, sondern dann eben im Prinzip den Forgotten Realms-Leuten gesagt, das spielt da. Ja, packt's mal da hin. Okay. Was insbesondere bei den Moonshee Islands extrem gut passt, das war nämlich kein Originalteil von Ed Greenwood, sondern tatsächlich etwas, was dann für die Veröffentlichung vom Kampagnenset auch insgesamt dazugepackt wurde. Das lag unter anderem auch am ersten Roman, der für die Forgotten Realms zeitgleich mit dem Kampagnenset rauskam, Darkwalker und Moonshee. Der sollte nämlich ursprünglich ein generischer, keltischer Hintergrund-Fantasy-Roman werden und der wurde dann so ein Dreivierteljahr vor der Veröffentlichung einfach mal gesagt, so, das packst du jetzt in die Forgotten Realms und da werden noch ein paar Dinge dazu geändert. Und deswegen sind auch die Götter und alles, was hier drin ist, passen nicht so richtig hundertprozentig zu den Forgotten Realms. Ja, aber das ist finde ich, also das fand ich jetzt sehr spannend, weil das in der Entstehung das in sich trägt, was ich zu einem späteren Zeitpunkt in dieser Sendung als generelle Weltkritik anbringen möchte. Nämlich die Tatsache, dass man das Gefühl hat, da haben alle möglichen Leute mit mehr oder weniger intensivem Interesse an dem Kontext einfach irgendwas reingeworfen. Das ist ja schon geil, wenn man Welten als Schatzkisten betrachtet, wo man sich halt auch rausnimmt, was man will. Aber im Sinne von der kohärenten Weltenerschaffung hat mich Forgotten Realms nie abgeholt. Ich fand immer bestimmte Gegenden total cool, aber als Welt habe ich das einfach nicht verstanden. Ich habe die Götter nicht verstanden, ich weiß nicht, was für ein Pantheon das ist. Also ich verstehe nicht sozusagen, das ist ein Pantheon, das nur für ein Fantasy-Rollenspiel sinnvoll ist. Lies den Artikel aus dem Dragon, müsste Dragon 60 sein. Da wird das erklärt. Er erklärt, wie er zu dem Pantheon kommt. Ah ja, aus der Gedankenlage dahinter. Also gut, aber das finde ich jetzt spannend, weil ich die ganze Zeit immer, wenn ich Forgotten Realms sehe, denke ich so, hä? Das passt doch da nicht rein. Oder was ist denn das jetzt für ein komisches, irgendwie zurechtgebogenes Ding? Und jetzt wird mir klar, das ist einfach von Anfang an so gedacht gewesen, dass da jeder irgendwas reinwerfen kann und es nicht wehtut. Ja, wobei es ein paar Unterschiede gibt. Also es gibt ein paar Kernbereiche, auf denen Ed Greenwood den Daumen drauf hat, massiv, auch nachhaltig, auch bis zur vierten Edition eigentlich, also bis der große Weltenbruch kam. Und das sind eben im Prinzip die Daylands, Cormyr, Tirthir und so weiter. Also alles, was so zwischen Centilkeep und Sea of Fallen Stars ist. Und ein Teil der Schwertküste, also alles, was eben um Waterdeep rum ist. Da haben dann zugegebenermaßen ein paar andere Autoren und vor allem auch die Computerspiele immer so Bits and Pieces rausgenommen und dann deutlich noch mehr gefüllt auch mit Content. Aber der Spielbereich, den Ed Greenwood selber mit seinen Spielrunden geprägt hat, also insbesondere die Danelands mit Mistrano, das ist das, wo hundertprozentig Ed Greenwood drin ist und im Prinzip auch das ist, wo du am ehesten eine Kohärenz hast in der Art und Weise, wie es aufgebaut ist. Und du merkst halt auch, dass viele der wichtigen NSCs Teile seiner Spielrunden waren. Also die Seven Sisters und so weiter sind alles Leute, mit denen er gespielt haben, alles Charaktere, die übernommen wurden aus Spielrunden. Das alte Phänomen. Aber ja, du hast vollkommen recht. Also die Forgotten Realms haben ein massives Sammelsuriumsproblem dahingehend, dass zum einen kulturell, das war in der Grundanlage schon drin, extrem viel mit reingepackt wurde von eben der
Schwertküste oder den Hauptbereich von Tyrell, bis dann eben ganz im Osten Karatur, also alles, was dann eben Asia, Japan, China und so weiter ist, wurde ja auch mit reingepackt mit der Brechstange, um Oriental Adventures nochmal sozusagen einen Hintergrund zu geben. Im Süden dann noch mit Kult und so weiter, alles, was irgendwie so ein bisschen mehr so fast schon Pulp-Dschungel-Feeling geben sollte und solche Sachen. Also man hat versucht, eine riesengroße Welt zu schaffen, in der es halt auch alles reinpasst im Zweifel. Was aber von Anfang an dazugehört, war, dass im Prinzip eben nicht nur Rollenspielprodukte rausgekommen sind. Also bei Dragonlance hat man es hier so gemacht, man hat erst Abenteuermodule rausgebracht, die aufeinander aufgebaut waren. Das war neu damals, also in der Form vor allem. Und hat erst sehr viel später ein Kampagnenbuch rausgebracht. Beim Vergessenen Reichen hat man es anders gemacht. Man hatte im Prinzip zeitgleich einen Start von einem Kampagnenset, von einem dann ersten offiziellen richtigen Forgotten Realms Abenteuer. Das ist das Under Illithan. Großer Klassiker. Und tatsächlich auch ein recht gut geschriebenes Abenteuer, das muss man auch sagen. Also für einen Dungeon Crawl hat es sehr viel Backstory und so weiter. Und es funktioniert einfach immer noch sehr, sehr gut als Introduction in die Forgotten Realms, immer noch. Und eben die Romane. Und da ging es eben mit Darkwalker und Munchi der Trilogie los. Aber noch in den 80ern dann eben auch der berühmteste aller Forgotten Realms Charaktere, Drizzt mit Crystal Shard, Salvatore, 88, geschrieben. Also das ist das relativ schnell nach der Veröffentlichung des Kampagnensets. Sollte ursprünglich übrigens auch auf den Moonshee Islands spielen, hatte aber dann, wurde dann redaktionell gesagt, das muss irgendwie noch einer ganz abstrusen, absurden Weg vom Rest der Welt Ecke spielen und dann hat man es halt nach Ten Towns gepackt. Also wirklich ganz in den Norden. Mhm. Und, also ich meine, selbst wenn die Leute Forgotten Realms nie gespielt haben oder nie irgendwie auch die Computerspiele gespielt haben von Drizzt d'Urden, hat eigentlich im Hobbybereich jeder schon mal irgendwie gehört. Also ich meine, er ist einer, glaube ich, wirklich der bekanntesten Charaktere, die es im Rollenspielbereich gibt. Und auch bei den, es sind mittlerweile über 240 Novels, glaube ich, rausgekommen für die Forgotten Realms, sind die erfolgreichsten mit Abstand einfach die Drizzt d'Urden Bücher. Also das ist... Stichwort bekannt. Ich glaube, das ist die ideale Stelle, um unserer Inge mal zu sagen, sie möge doch eine Umfrage starten. Mhm. Ich bin mir zwar sehr sicher, dass ihr da draußen alle irgendwie die Forgotten Realms kennengelernt haben werdet oder zumindest mal von ihnen gehört haben werdet, aber es interessiert mich, ob jetzt nicht doch da draußen tatsächlich Leute zuschauen, die sagen so, nee, nicht so wirklich. Ich habe zwar keine, also vielleicht habe ich es mal gehört, aber so richtig Ahnung von dem, was es da ist, habe ich eigentlich nicht. Also von daher, liebe Inge, leg doch mal los, mach doch mal eine Umfrage. Und nur für den Fall, dass ihr sagt so, hey, hier gerade dieses originäre, also das alte Kampagnenset, beziehungsweise von was wir jetzt reden, ist dann eher die englische Version, beziehungsweise eben auch die Erweiterungsbände dazu. Wenn ihr sagt, habe ich nicht, klingt aber total spannend, weil da ist auch ganz, ganz viel mit dabei, dass es heute auch so in der Form gar nicht mehr gibt. Also gerade bei den Forgotten Realms ist viel verschwunden danach. Lohnt es sich? Schaut mal nach. Also wir haben auch dafür wieder einen Link zu Tribethru. Das ist ein Affiliate-Link. Sprich, wenn ihr sagt, ich muss mir da unbedingt mal das PDF angucken, das muss ich mir mal holen, dann holt es euch doch bitte darüber. Das findet ihr dann auch entsprechend in der Beschreibung und allem drum und dran, beziehungsweise die Inge wird es auch gerne nochmal in den Chat packen. Denn dann kriegen wir dafür wieder ein paar Kröten mit rein, die wir benutzen können, um zum Beispiel dieses Studio richtig auszuleuchten. Also all das wäre extrem hilfreich und wir wären sehr, sehr dankbar dafür. Und ja, guck mal, dann muss der Jan sich nicht so die Augen reiben, weil das tut ihm schon weh. Also von daher, unterstützt den Jan. Ja. Das ist ein super Motto. Ja, ich sehe deinen Punkt, Ja, nicht schlecht, Respekt. Gut. Bevor wir auf den Inhalt der Box tatsächlich eingehen und auch einige der Module und so weiter, ich war ja gerade bei den Romanen und Multiprodukt-Releases hießen zu der Zeit tatsächlich, und da würde ich jetzt die Inge mal kurz bitten, die Computer-Game-Screens von Pool of Radiance einzublenden. Und das Titelbild gehört nämlich auch Computerspiele. Also man muss sich vorstellen, Ende der 80er ist TSA ein großes Risiko eingegangen, auch mit durchaus Finanzierungsbeteiligung und so weiter, und hat mit SSI zusammen Computerspiele zu den Forgotten Realms produziert. Und zwar wirklich kurz nachdem diese Welt gestartet wurde.
und zeitgleich auch noch einen Roman zu Pool of Radiance rausgebracht. Also jetzt, ich will nur mal anmerken, in meiner Erinnerung sieht es besser aus. Ja. Ich muss auch sagen, damals. Vielleicht, weil du die Amiga-Version cool gespielt hast oder so. Ey, komm, also ich meine, Pool of Radiance, als das damals rauskam, das war der Hammer. Ja. Wie viele Stunden also, wir da drin verbracht haben. Das war im Endeffekt der Nachfolger für Bard's Tale damals, genau. Nur in besser, für mich zumindest an der Stelle. Ja. Und also, ich konnte die Regeln nachvollziehen, weil ich hatte ja ein Regelbuch daneben liegen und konnte das nachvollziehen, was da passiert. Ganz genau. Also das war eine Erfahrung. Und die Reihe wurde dann auch fortgesetzt mit Azure Bonds. Curse of the Azure Bonds. Ja. Genau. Und passend, das kann ich auch zeigen, auch passend dazu das Abenteuermodul. Mhm. Das zu Pool of Radiance, Ruins of Adventure, habe ich nämlich nicht. Das hatte ich, das habe ich mir extra geholt. Und weil ich wollte unbedingt den Abenteuerband dazu haben, weil ich gesagt habe, cool, dann kann ich mit meiner ganzen Gruppe damals, weil so die tolle Vorstellung, dann können wir all das, was ich in Pool of Radiance gespielt habe, dann damit nochmal nachspielen. Und wisst ihr was? Das hatte nichts mit dem Computerspiel zu tun. Aber gar nichts. Genau. Das hingegen hat tatsächlich sehr viel mit dem Computerspiel zu tun und hat zwar ein ähnliches Problem wie die Dragonlance-Abenteuer, das heißt, und auch später die Times of Troubles, also Waterdeep, Tantras und Shadowdale. Du hast NSCs oder Charaktere, die wichtig sind, die nicht sterben dürfen. Das passiert hier halt auch. Aber tatsächlich auch sehr, sehr spannend zu spielen als Gruppe. Wir haben das damals gespielt und unser Spielleiter hat uns immer gesagt, ihr dürft nicht weiter im Computerspiel spielen, bis wir das nicht im Abenteuer gespielt haben. Finde ich gut. Aber das zeigt einfach, also TSA ist Mitte der 80er hingegangen und hat gesagt, wir machen nicht nur Rollenspiel, sondern wir sind im Prinzip eine Multiplattform-Company und gehen hin und wollen diese Welt als Marke auch ein Stück weit aufbauen, wobei ich nicht weiß, ob es wirklich der Gedanke war, wir bauen eine Marke auf, sondern oder einfach dieses, wir müssen mit der Zeit gehen, wir müssen auch Computerspiele abdecken, Romane sind ein Riesending gerade, wieder Fantasy boomt ein Stück weit. Und ich meine, mit Drist haben sie es hingekriegt, dass sie in die New York Times Bestsellerlisten kamen. Also das war vorher undenkbar für irgendwie so einen Hobbybereich. Das haben sie mit Dragonlance aber auch schon geschafft. Das haben sie mit Dragonlance auch schon geschafft, aber da war tatsächlich auch die Qualität der Bücher noch mal eine andere als jetzt bei den ersten Forgotten Realms Novels. Das muss man halt auch mal deutlich sagen. Also das ist, Ja. Das war aber auch das, was ich vorhin anmerken wollte. Es ist die bekannteste Welt oder Rollenspielwelt. Für Rollenspieler ja, wenn man jetzt quasi allgemein fragt, könnte ich mir vorstellen, dass der rein Fantasy-Liebhaber eventuell Dragonlance bekannter ist. Ja gut, das will ich nicht ausschließen. Aber mittlerweile nicht mehr so, das liegt aber an den Computerspielen primär, glaube ich. Das kann sein, Also Baldur's Gate hat halt eine Reichweite erreicht. Ja. Ich wollte nicht nur, dass Sie wissen, dass Baldur's Gate Teil von Forgotten Realms ist. Also ich glaube, das ist eine Abkopplung. Ja, das ist auch schon ein Leben entwickelt. Dasselbe gilt wahrscheinlich auch für Neverwinter und so weiter. Also von daher, grundlegend ist es natürlich schon so, dass die Forgotten Realms einfach damals etwas waren und auch heute noch. Da musst du einfach drüber stolpern, ob du willst oder nicht. Du hast ja gar keine Wahl. Ja, das ist klar. Also, wenn du dich mit Rollenspiel beschäftigst. Ja, klar. Wenn du aber rein Fantasy-Roman oder Fantasy-Welten nimmst, dann ist Dragonlance sehr bekannt oder war zumindest in den 80ern, 90ern, denke ich, da deutlich stärker. Mm-hmm. Sobald du natürlich in die aktiven Rollenspiele gehst, hat Forgotten Realms in Gründen sehr schnell den Rang abgelaufen. Weil auch auf Gründen spielen echt hakend. Ja, außerdem, Forgotten Realms war halt durchgängig mit dabei. Also die Forgotten Realms nach Erscheinen wurden die halt niemals irgendwie so auf Standby gestellt, wie das alle anderen TSA-Welten ja wurden. Ja. Also keine andere TSA-Welt wurde so durchgängig mit Material versorgt wie die Forgotten Realms. Ja. Ja. Jedes Jahr im Prinzip irgendein Release für die Forgotten Realms im Spielbereich und im Novel-Bereich eigentlich. Ja. Also es gibt, glaube ich, ein Jahr, wo dann keine Novels kamen, weil sie da gerade irgendwie so komplett umgebaut haben in den 2000ern. Aber das ist auch das Einzige. Also und eben auch eine Weiterführung der Geschichte. Also auch das ist etwas, was auch zwar in Greyhawk schon
im Ansatz drin war, was sie aber dann bei den Forgotten Realms konsequenter weitergeführt haben. Das heißt, sie haben also das erste Kampagnen-Set spielt 1358 und als dann die Time of Trouble 57 als Beginnjahr und 58 sind dann die Times of Troubles. Das ist ein großer Einschnitt in die Welt gewesen, wo die Welt umgebaut wurde. Die Götter wurden auf die materielle Ebene verbannt, weil sie eben ein bisschen zu arrogant und zu selbstgefällig wurden. Und das hat entsprechende Effekte auf die ganze Welt gehabt und war die Überleitung zur Second Edition dann im Prinzip in 89, 90. Und da ist tatsächlich dann mit dem nächsten Kampagnen-Set 93 sind sie 10 Jahre nach vorne gegangen. Also haben im Prinzip auch die Welt dann mit einer entsprechenden Geschichtsentwicklung auch weitergeführt. Und die Tiefe, also die auch vor Greenbox sich schon ausgedacht hatte, was die Weltgeschichte angeht und so weiter, die merkt man auch im ersten Kampagnen-Set schon deutlich. Also das ist einfach die Art und Weise. Und ich habe wirklich jetzt nochmal mit sehr viel Freude auch gelesen. Obwohl ich mich in der Welt sehr, sehr gut auskenne, muss ich zugeben, dass ich länger nicht in das Original-Kampagnen-Set reingeguckt habe. Also das ist so ein Schatz, der hier so liegt, aber wo man dann halt nicht ständig reinguckt. Und ich habe festgestellt, also zum einen, ein Großteil der MSCs, die einen dann über viele, viele Jahre begleitet haben, waren hier eben halt schon drin in der Grundanlage und somit eben halt auch etwas, was Greenwood sich halt vorausgedacht habe. Klar, Elminster eh, aber eben halt auch solche Antagonisten wie Zul Shembrill. Und da kannst du, Inge, bitte mal genau die Seite mit Zul Shembrill einblenden. Der berühmteste Centaurin, und auch ein Antagonist in vielen Computerspielen und immer wieder auftauchen in vielen Romanen. Und das ist etwas, was ich sehr bemerkenswert fand, weil die haben nicht viel geändert. Da musste auch nicht viel irgendwann im Nachhinein geredconnt werden, sondern wenn du das liest in den Originalsachen nochmal drin, sind die Sachen in der Anlage von vornherein schon so drin. Vielleicht zum Inhalt der Box nochmal ganz kurz, weil wir reden ja erstmal um die Box. Also die Box kommt mit 2 Büchern daher. Das eine ist die Cyclopedia of the Realms. Die sollte wohl mal Player's Guide to the Realms heißen. Es gibt nämlich zumindest im anderen Buch 2 Verweise auf den Player's Guide. Ja. Die sind aber, das ist aber das Cyclopedia. Und dann gibt es eben das DM Sourcebook, wo primär Spielleiterinformationen drin sind. Und das ist tabu für die Spieler. Also das haben wir damals dann auch so gesehen. Wer geleitet hat, hat... Ja, wobei, also aus meiner Erinnerung heraus, das ist jetzt natürlich schon lange her, ist es eigentlich so, dass du in beiden Bänden wahlweise Dinge hast, die du eigentlich auch gerne möchtest, dass deine Spieler sie wissen oder halt auch nicht wissen. Also ja, also in meiner Erinnerung sind die beide definitiv mal alles, aber nicht konsistent, was dieses ist für Spieler oder ist nicht für Spieler eben angeht. Also die Sortierung der Bücher ist auch mir heute noch ein bisschen ein Rätsel. Haben sie ja tatsächlich in allen Kampagnen-Sets, wo es mehrere Bände gab, also dann auch noch in den 90ern mit den Second Edition beiden Versionen, also mit dem normalen und mit der Revised, haben sie immer noch mal umsortiert und was jetzt wo reingehört und so weiter. Zum Inhalt, also Cyclopedia of the Realms ist ganz klassisch. Ich erkläre erstmal, was ist das eigentlich für ein Planet, auf dem wir uns bewegen. Es gibt diesen Hauptkontinent. Es wird auf die Zeitrechnung eingegangen, auf die Namen, also dass es eine Benamung der Jahre gibt, welche Sprachen es gibt, inklusive unterschiedlicher Alter, Schriftzeichen. Ja, das ist... Genau. Ich krieg gerade Erinnerungsflashbacks. Das ist wieder so viel, das ist so tief. Das erinnert mich gerade so brutal an das, als der Jan das Greyhawk-Set vorgestellt hat. Dieses so, ich habe das hier alles, aber warum? Und wofür? Ja, und das ist der Unterschied zu Greyhawk. Hier drin wird dir erklärt, warum. Weil dir Abenteuerhooks gegeben werden, weil dir die Welt vorgestellt wird, weil dir Städte vorgestellt werden, in denen du auch spielen kannst. Und das ist tatsächlich etwas, wo ich sagen muss, das ist eben halt auch, so sehr ich Greyhawk mag, was mich damals halt auch an den Forgotten Realms so begeistert hat, es hat mir sofort beim Lesen nicht nur Ideen gegeben, sondern auch Hilfsmittel, wie ich diese Ideen in Abenteuer umsetzen kann für eine Gruppe. Und das fand ich tatsächlich, das, was Jan ja vorhin auch schon diesen Sandbox-Aspekt durchaus genannt hat,
Das kam bei mir bei den Rims sofort rüber, auch beim Lesen damals schon und auch jetzt wieder. Also wo ich habe da manche Sachen gelesen, habe sofort gedacht, oh geil, da könnte man Abenteuer draus machen. Sofort, also wieder so der Feeling. Und bei einer Sache fiel mir auf, da habe ich ein Abenteuer draus gemacht. Also okay. Das ist so. Sehr schön. Das fiel mir aber dann erst danach irgendwann ein, so nach dem Moment habe ich das nicht sogar gemacht. Da fällt mir ein Abenteuer ein, das sich anfühlt, als hätte ich es schon gespielt. Genau. Aber eben halt auch genau sowas. Du hast dann zum Beispiel, das ist Arabel, gleich einen ganzen Stadtplan dabei mit einer entsprechenden Agenda, Legende, was ist und so weiter. Also du hast ohne Ende Material und Hintergrundinformationen gekriegt, um wirklich diese Welt auch zu fühlen und um dir unterschiedliche Regionen rauszusuchen, in denen du spielen möchtest. Die Götter werden vorgestellt. Also hier ist dann im Prinzip das, was aus dem Dragon-Artikel da nur eine Tabelle war, wurde dann hiermit noch ein bisschen mehr Substanz gefüllt. Und da habe ich auch einen Scan von, Inge, kannst du mal zeigen. Das ist ein etwas schlechter Scan. Ich wollte die Bücher nicht zu sehr knicken. Ich habe übrigens, nur um das mal zu zeigen, damals wusste ich es ja nicht besser, ich habe tatsächlich diese Bücher einfoliert. Deswegen glänzen die auch so. Ich habe eine Buchschutz. War damals echt teuer. Also zum einen, liebe Kinder da draußen, das macht man nicht mit seinen Büchern. Aber das ist ein großes Zeichen der Ehrerbietung gewesen in den 80ern, weil dieses Einfolieren war echt nicht einfach und nicht günstig. Ja. Das insofern, das zeigt die Liebe. Ja. Und deswegen sehen sie auch noch notwendig. So aus, als wenn man sie verwenden möchte. Ja, es war aber auch deswegen notwendig, weil wenn man diese Bücher ein bisschen länger angefasst hat mit seinen schwitzigen jugendlichen Fingern, dann waren die halt schon so ein bisschen zerrieben dann relativ schnell. Die haben so einen gewissen Schwund der Farbe an der Oberfläche, möchte man sagen. Ich möchte übrigens einen Blick auf etwas werfen, was mich damals tatsächlich, was ich überhaupt nicht nachvollziehen konnte. Aber ich fand damals dieses Buch schon extrem anstrengend zu lesen, weil es sehr kontrastarm ist. Ja, plus dieses geile Papier. Also ich bin mir gar nicht sicher, ob das jetzt hier so gut rüberkommt. Ich versuche es auch mal hier mit der hier reinzuhalten. Ich glaube, also hier sieht man es besser. Einen dunkelbraunen Schriftsatz auf einem Pergamentpapier mit einer starken Struktur. Das ist vor allen Dingen auch nicht, also das, was ihr seht, das ist nicht vergilbt, sondern das ist tatsächlich strukturiert. Das ist auch nicht wirklich Pergament, sondern das ist fleckig. Das ist fleckig, genau. Ja. Fleckig ist so das Richtige dafür. Genau. Und das haben sie tatsächlich dann bei den Erweiterungsbänden, also bei den ersten Modulen, die dann rauskamen, wie eben Waterdeep and the North, haben sie die Druckfarbe der Schrift geändert. Sie haben sie dunkler gemacht. Das kann man ganz gut sehen, weil es tatsächlich deutlich besser zu lesen ist dann. Naja. Es ist zwar immer noch eine Textwüste, also ich wollte gerade sagen, viel Content. Ja. Viel Content fürs Geld, aber es ist zumindest deutlich besser zu lesen, selbst für einen älteren Mann wie mich. Du bist doch gar nicht so alt, Björn. Ja, das ist schon. Man muss aber sagen, das ist zum Beispiel eine der Sachen, die ich daran erinnert habe, weil ich hatte kein anderes Buch, das so einen coolen, ich bin schon ein Fantasy-Werk-Ding Gefühl hatte. Nämlich allein dadurch, dass das gefärbt war, also es ist gelbes Papier und fleckig, war es zwar scheiße zu lesen, aber scheiße zu lesen waren die anderen Dinger ja auch, obwohl sie schwarz-weiß waren, weil sie eng gedruckt und klein und sonst was waren. Aber es hatte automatisch diesen das ist sozusagen ein Schreiben aus der Welt von Forgotten Realms. Also es fühlte sich irgendwie viel Fantasy-mäßiger an dadurch. So ein bisschen wie, wenn man Geburtstagseinladung auf Pergamentpapier gemacht hat, statt irgendwie auf normales Briefpapier, damit es irgendwie cooler wird oder so. Ja, apropos, stimmt, Schreiben schon. Aus einer anderen Welt. Da möchte ich kurz noch eine Anmerkung machen. Und zwar gibt es ja immer wieder so die Story, dass Ed Greenwood Elminster ist. Genau, das muss man vielleicht erklären. In dem Band, also das, stimmt das, oder? Ich erinnere mich recht, dass das praktisch, dass man von Elminster in diese Welt eingeführt wird. Der ist der Erzähler irgendwie da drin, oder? Genau, also Lao, sein Schreiber, hat es aufgeschrieben, aber Elminster erzählt uns über die Welt. Und Ed Greenwood hat es immer so dieses, eigentlich war der Ansatz von Ed Greenwood, er ist jemand, der Elminster kennt, der auch Mordenkainen kennt und Dalamar kennt und so weiter. Die treffen sich bei ihm zu Hause und erzählen so aus ihren Welten und tauschen sich aus und solche Sachen. Also das ist tatsächlich etwas, was Ed Greenwood so als Background-Story eben halt auch aufgebaut hat. Und
TSA hat damals darauf bestanden, dass er sozusagen das Ego Elminster übernimmt für Pages from the Mages im Dragon und dann eben halt auch für die Kampagnenwelt. Das heißt, dass das so rüberkommt, als wäre er Elminster. Das war aber tatsächlich die Idee von TSA und nicht von Ed Greenwood selber. Das hat aber auch weitergeführt, weil ich meine, er ist ja dann schließlich auch in Kostüm auf der Gen Con aufgetreten, ja, und hat dann Panels gehalten als Elminster auf der Bühne und solche Scherze. Also das hat er dann auch irgendwann schon echt genossen. Also so ist das nicht. Es macht es halt auch leichter. Also wenn du so ein alter Ego hast, in den du reingehen kannst und anders erzählen kannst, macht es ja auch leichter ein Stück weit, das zu transportieren. Aber nichtsdestotrotz, also die Idee ist eben halt, dass die Forgotten Realms eine Welt sind, die man von unserer erreichen kann und vice versa. Und deswegen eben halt auch wir überhaupt über diese Welt wissen. Also das war von Anfang an der Ansatz bei Greenwood. Und Umfrageergebnisse, wenn er möchte. Ah, sehr schön, liebe Inge. Wir haben übrigens, also ne, wir hatten schon mal mehr, wir hatten mal, glaube ich, über die Hälfte an Zuschauern haben teilgenommen. Diesmal waren es mit 69 leider nicht ganz, haben wir nicht geschafft, aber ich bin trotzdem stolz auf euch. Wie ihr prophezeit hattet, 59% kennen die Forgotten Realms. Ja. 26% haben sie auch gespielt. Also die Umfrage ist jetzt natürlich sehr weit gegriffen, aber ich dachte, bevor ich jetzt hier so einen Fragebogen mache und so weiter, ne? 7% kennen sie nicht. Ui. Und 7% haben sie sogar gemeistert. Also es bestätigt das, was wir schon gesagt haben. Also die Forgotten Realms sind bekannt. Also nur 7% der Leute kennen die Forgotten Realms nicht. Das sind wenige jetzt dann dabei. Und also das wäre jetzt interessant zu sehen, ob die nicht auch trotzdem Baldur's Gate kennen oder irgendwas oder Neverwinter und nur nicht wissen, dass sie in Forgotten Realms spielen. Ja. Das kann natürlich auch noch mit dazukommen. Aber egal wie, wenn ihr da draußen noch nichts von den Forgotten Realms gehört habt, seid froh, dass ihr jetzt mit dabei seid, weil jetzt lernt ihr sie kennen. Und das ist auch etwas, was man wirklich wissen sollte. Also ich meine, die Forgotten Realms, auf jeden Fall. Das ist auch ein klassisches Gespräch an einem Cocktailabend. Also definitiv. Also wenn dann nicht einmal wenigstens zwischendrin irgendwie zwischen Schnittchen und dem nächsten Prosecco das Gespräch auf die Forgotten Realms kommt, ist was schief. Auch die meisten Kaninchenzüchtervereine unterhalten sich darüber. Also es sind in allen Lebenslagen total wichtig. Klar. Und auch katholische militante Stadtjugend. Ja. Also. Auch militante katholische Stadtjugend. Ja, an wen spielst du da jetzt genau an? Also nicht, dass wir das irgendwie jetzt hier aus den Augen verlieren. Nee. Ja, das ist wahrscheinlich. Ich wollte ja nur mal nachfragen. Also nicht, dass da ein falscher Eindruck entsteht. Aber ich bin voll bei dir, was das angeht mit dem Eintauchen und so weiter in die Welt. Aber ich kann mich daran erinnern, weil du jetzt so ganz begeistert davon warst, dass diese Fülle an Material, die da drin war und vor allen Dingen in ihrer unfassbar ungeordneten Assimilierung, weil das war so, dass ich weiß nicht, wie oft ich diese Box gelesen habe, ich weiß nicht, wie viele eigene Blätter mit Papier ich mir vollgeschrieben habe, irgendwie in der Hoffnung, das verarbeiten zu können, was da drin war. Und ich hatte nie das Gefühl, dass ich das geschafft habe. Ich hatte irgendwann so einen ganzen Ordner mit Notizen, Dingen, Krams und Zeug. Und auch da war so viel Material wieder mit drin, wo ich bis heute nicht weiß, wofür ich das genau da drin brauchen soll. Also diese Unmengen an Charakteren zum Beispiel, die da mit drin sind, die mit ihren Leveln und allem drum und dran und für, also das ist einfach so dermaßen breit und so viel und dann auch wieder wie das, was wir hatten auch bei Greyhawk, diese Beschreibung des, ey, wie ist denn eigentlich hier das Overland Traveling und so weiter und so fort und wie ist das mit dem Wetter und das war so unfassbar viel, auf der einen Seite unglaublich tief. Und auf der anderen Seite aber auch oft genug so dieses Gefühl, dass du über manche Sachen, die du auch als Karten hattest, als Weltkarten, ja, das ist das Reich der 2 Handvoll Konfetti, das war's. Mehr hast du darüber nicht erfahren. Also das heißt, du hast so eine unglaubliche Durchmischung zwischen ganz tief rein und völlig oberflächlich da drin. Ja. Also, das ist aber auch weitergegangen. Also das haben sie ja konsequent gemacht, dass sie bestimmte Regionen wurden bis in die letzte Schraube sozusagen beschrieben und manche andere Regionen eher grob behandelt, auch mit mehr Gestaltungsfreiraum. Aber vielleicht auch, weil du ja gesagt hast, große Welt, einfach auch, um das mal zu zeigen, das habe ich jetzt nicht gescannt, dass da oben sind die Vereinigten Staaten von Amerika, ohne exterritoriale, also ohne die Inseln und so weiter. Und dass da unten ist
Schwertküste mit Sea of Fallen Stars und so weiter, also der Hauptbereich der Forgotten Realms, den man eigentlich bespielt, ohne jetzt Kult unten, um die Größenverhältnisse mal zu machen. Und das zeigt eigentlich auch schon, es ist einfach ein Riesenkontinent, auf dem man spielt, mit sehr viel Möglichkeiten. Wobei, und das auch, da verstehe ich dich auch vollkommen, die Fülle an Möglichkeiten auch von Sachen, die nur in Nuancen unterschiedlich sind, weil es alles sehr klassische, mittelalterlich geprägte Fantasy ist. Es gibt sehr viele unterschiedliche Reiche, auch unterschiedliche politische Formen und so weiter, aber unterm Strich ist es alles keine Ausbrecher jetzt, was kulturelle Entwicklung angeht. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel im Vergleich Aventurien anguckt, wo du sehr große Diskrepanzen hast, was die kulturellen Entwicklungen angeht, ist das in den Vergessenen Reichen immer nur sehr, sehr überschaubar unterschiedlich. Da ist tatsächlich der größte Bruch noch nach Osten rüber zu Karatur, weil Karatur halt von der Struktur her so komplett anders angelegt ist. Ja, auch die wirtschaftliche oder technische Entwicklung ist ja ziemlich ähnlich in den Forgotten Realms. Also du hast ja nicht diese großen Unterschiede wie in anderen Welten. Das ist eigentlich durchgängig gleich. Also ja, ich meine, und weil du jetzt Karatur noch mal erwähnt hast, oder die Horde und so weiter und so fort, was dann später alles noch mit dazu kam, dem merkst du halt auch deutlich an, dass es dann danach mit dazu gepackt wurde. Also das war ja niemals Teil, bis es definiert wurde, dass es Teil der Forgotten Realms ist. Genau. Ja. Also das ist halt genau das, dieses, wir kleben es einfach noch mal dran, weil ja, da haben wir eine Welt, wo wir es noch mit dran kleben können. Technische Entwicklung ist übrigens auch ein wichtiger Punkt, das wusste ich gar nicht, das hatte ich nicht mehr im Kopf. Hier wird explizit gesagt, dass Schwarzpulver und so weiter nicht funktionieren in den vergessenen Reichen. Also das ist magisch sozusagen von den Göttern beziehungsweise von Ao, dem Überwesen, untersagt ist, dass das funktioniert. Das ist begrenzt. Deswegen gibt es diese technischen Entwicklungen in Richtung Schwarzpulver nicht. Das haben sie später dann auch gerufen. Das war aber in der Edition war das noch so. An dieser Annahme, dass es einen Übergang zwischen den beiden Welten gibt. Mhm. Also das ist nämlich, im ersten ist es noch sehr massiv, dass du im Prinzip in der Theorie sozusagen von unserer Welt auf die andere kommen kannst. Also das deswegen, also und dann funktionieren aber diese Sachen nicht mehr. Und das war das erste Ding, wo ich so dachte, okay, Fireball, Meteorregen, Massenvernichtungssprüche, alles okay, aber Schießpulver, da hört der Spaß auf. Ja. Natürlich. Da hat also der Gott, der sonst irgendwie nichts tut die ganze Zeit und irgendwie völlig, der hat gesagt, okay, pass auf, Leute, ihr könnt ja machen, was ihr wollt, und die Zwerge können auch Maschinen erfinden, das ist mir total schnurz, Hauptsache es gibt kein Schwarzpulver, alles andere auf der Welt ist okay. Ja? Esst nur diesen Apfel nicht, ansonsten mir egal. Das ist so. Hä? Das wäre jetzt nicht das erste Mal in Religionen, dass sowas passiert. Aber das ist die Linie, die er gezogen hat. Und da würde mir, da hat tatsächlich bei mir diese Suspension of Disbelief, also dieses, oh, ich bin in der Welt und erzählt mir davon, bla bla bla, hat bei mir komplett ausgesetzt und dachte so, hä? Das ist doch eine völlige, also es ist eine reine regeltechnische Convenience-Geschichte, die mit der Weltentwicklung überhaupt nichts zu tun hat und die auch keiner sinnvollen Logik irgendwie folgt. Also die Logik war im Prinzip, Charaktere aus anderen Welten zu limitieren. Und das ist auch was, nämlich das, was du gerade gesagt hast, das ist das Zweite. Die Forgotten Realms sind so mächtig, was Magie und so weiter angeht, dass Charaktere, die in anderen Welten sozusagen an ihre Grenzen stoßen, ja sogar von The Powers That Are in die Realms gebracht werden, um da sozusagen weiterleben zu können. Also auch schon sowas Vorgreifen von Weltenreisen. Ja. Und das sind die zwei Pole. Das finde ich nämlich spannend an den Forgotten Realms. Das eine ist ein Tolkien für Arme. Also das ist, Entschuldigung, das ist dieses, wir wollen, also das ist ja auch, ein Teil von den Forgotten Realms ist sozusagen for better or worse das Silmarillion. Ja. Das ist Worldbuilding, ohne dass du verstehst, wo in dem Kopf von dem Typen, der das Worldbuilding gemacht hat, 42 Linien laufen, die du nicht siehst. Und du willst hinten an das coole Herr-der-Ringe-Ding und vorne kommt irgendwie ein wahnsinnig langes Gedrösele von irgendwie, warum das hier und da und dort und so und du weißt, hä? So. Und es ist wahnsinnig komplex, es ist schwer geschrieben und so weiter. So. Jetzt werde ich von der Tolkien-Gesellschaft und den Forgotten Realms-Fans umgebracht. Aber, also, das hat Ähnlichkeiten. Aber du hast jetzt ein komisches, militantes Training hinter dir. Also das ja, genau. Ja, gleichzeitig auch total geil, Steinbruch, Riesenmöglichkeiten, bla bla, Weltbauten. Also, wie gesagt, Silmarillion in beide Richtungen. Also kann man positiv oder negativ sehen. Das ist der eine Teil davon.
Und gleichzeitig ist es aber eine für ein Rollenspielsystem gemachte Welt und hat ganz viele von diesen Dingen, die wir aus dem Rollenspiel haben wollen, sozusagen da reingequetscht. Und das finde ich spannend. Das weiß ich gar nicht, ob das in der Welt ursprünglich dabei war oder ob das dann über die Bearbeitung passiert ist. Aber das ist das, was mich an Forgotten Realms, wo ich immer wieder dran stoße, weil ich so merke, okay, zum Beispiel, hier werden mächtige Charaktere reingeworfen. Also aus allen möglichen Welten werden irgendwelche Typen reingeworfen, weil die sich hier messen. Und das ist so, da sehe ich schon die Tagline, so, ja, komm, Forgotten Realms, für Helden, go. So, Also Jan, das Gute, ich zitiere kurz den Chat, in deiner Welt funktioniert Schießpulver. In meiner Welt? Ja, funktioniert Schießpulver. Klar. Ja, klar. Ja, Schießpulver kann man auch schön in Tabellen darstellen. Ja. Ein hat was auch. Zwei hat was übrigens auch. Piepen besonders gut. Pantheon. Ich möchte gerne wissen, wer solche Götter bastelt. Ja. Und wie die funktionieren. Das habe ich wirklich noch nicht verstanden. Aber erst zu dem Thema mächtige Charaktere aus anderen Welten. Auch wenn sie das hier drin geschrieben haben. Letztendlich war das die offizielle Möglichkeit für Spielrunden zu sagen, wir wechseln dann jetzt in die Vergessenen Reiche. Also das war tatsächlich eigentlich nur als Backdoor gedacht für Gruppen, damit man offiziell irgendwo stehen hatte, ja, wir dürfen in die Forgotten Realms mit unseren Charakteren wechseln. Weil gab ja durchaus schon Diskussionen, auch in den 80er schon, wenn das nirgendwo steht, darf man es auch nicht tun. Also solche Ansätze. Und das wurde aber auch relativ schnell dann fallen gelassen. Also solche Sachen liest du dann auch in den späteren Kampagnen-Sets und so weiter, liest du davon überhaupt nichts mehr. Und auch die Charaktere, die eine Rolle spielen, die NSCs, die in der Welt eine Rolle spielen, sind alles originäre Forgotten Realms-Charaktere, bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen, wo aber auch erklärt wird, warum sie da gelandet sind. Und ob das durchaus von den Storys her also zumindest nicht ganz an den Haaren herbeigezogen klingt. Und eben solche Leute wie Mordenkainen und so weiter sind nie in die Forgotten Realms gereist. Man hat sich immer auf neutralem Boden auf der Erde mit Elminster getroffen und eben nicht in den Forgotten Realms. So viel zu den NSCs. Aber ich gebe dir recht. Also es wirkt im Prinzip eben durch dieses, da wird beliebig zugeklatscht, wirkt es teilweise wirklich sehr chaotisch. Und eben halt auch manche Regeln oder manche Sachen, wo man sich denkt, warum jetzt genau? Also das ist genauso mit Desert of Desolation hatten wir es ja schon, Wüste der Verdammnis, wurde ja auch im Nachhinein retconnt in die Forgotten Realms. Und das macht so eigentlich überhaupt keinen Sinn, weil der Bereich, wo sie es reingepackt haben, ja, sind zwar Wüstenreiche und so weiter, aber irgendwas, was mit Ägypten zu tun hat, passte da ursprünglich überhaupt nicht hin. Und das merkst du auch in den Beschreibungen. Also, dass das mit der Brechstange irgendwie dann versucht wurde, da reinzuknüpfen. Klatschen. Ja, das Gleiche gilt ja auch für die, also viel von der Politik, das ist halt auch, also wenn ich mir das als Welt angucke und denke so, okay, ihr habt da irgendwie, sind alle 50 Meter voneinander entfernt, hauen sich ständig auf die Mütze, die Chefs, also ich bin irgendwie Level 20 Magier und mein Traum war es schon immer Bürgermeister zu werden, deswegen. Also, okay, na gut. Ja, wenn du meinst Kelben, dann ziehe ich mir so eine Maske auf nicht, und dann weiß keiner mehr, wer ich bin, weil es ja auf der ganzen Welt niemanden gibt, der hinter diese Maske schauen kann. Was? Ich glaube, was ich gerne nochmal einspringen würde, weil wir haben jetzt die ganze Zeit über das Kampagnen-Set gesprochen und was für mich persönlich viel, viel prägender war für meine Erfahrungen in den Forgotten Realms, waren diese Erweiterungshefte dazu. Ja. Weil die sind aus meiner Sicht heraus auch einfach sehr, sehr viel stärker als das eigentliche Kampagnen-Set. Und das Kampagnen-Set als solches, ich glaube, ich habe, und wie gesagt, ich habe viel da drin gespielt. Ich habe es zwar immer wieder versucht, irgendwie mit reinzubauen, aber ich glaube, ich habe aus dem Kampagnen-Set nur Bruchteile wirklich benutzt. Also das ist, wenn ich irgendwas benutzt habe, dann eben genau diese Hefte, die zwar auch eine absurde Menge an Informationen über dich auskippen, aber dafür trotz all dem einen Bereich abdecken, in dem ich das tatsächlich auch irgendwie benutzen kann. Also sprich, plötzlich wurde das Ganze sehr, sehr fassbar. Also das heißt, und gerade sowas wie jetzt hier das Waterdeep in the North oder dann, was mein persönlicher Favorit war, ist immer noch Savage Frontier, also das der Band über den Norden, genau das Heft. Das finde ich persönlich ist einfach unglaublich stark. Ich habe da unfassbar viel drin gespielt, ich habe da unglaublich viel mitgemacht. Da steckt so viel drin an Material. Habe in ein Buch geschrieben.
Zeig's nicht. Guckt's euch nicht an. Hat nicht stattgefunden. Hat nicht das Buch geschrieben. Hast du schon mal in den Büchern geschrieben? Noch nie. Gut. Okay, also von daher. Also das ist. Und das fand ich einfach so, so unfassbar. Also diese Erweiterungshefte, weil da ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich das vorher schon mal irgendwo gesehen hätte. Also dass eine Welt so in dieser Form weiterentwickelt wurde und du faktisch mit jedem dieser Hefte das Gefühl hattest, du hast jedes Mal eine eigene Welt eigentlich, in der du spielen kannst. Also jedes dieser Hefte ist ja wie eine eigene Welt, in der du dann anfangen kannst zu spielen. Und das dann in Kombination auch mit den Abenteuern, also gerade sowas wie zum Beispiel an der Ilfahn, was ja dann auch nochmal eine ganze Region rund um Daggerford genommen hat und hat das dann ausgebreitet und dann hast du plötzlich, das wurde fassbar. Also wo vorher das Kampagnenset, das war so nach dem Motto, du hast so einen Atlas über die Welt bekommen, wo du dauernd irgendwo erklärt bekommen hast, wo welche Währung gilt, du aber gar keine Ahnung hast, für was Währungen gerade gut sind. Und es gibt ganz hohe Berge und ganz tiefe Täler. Also, ja, ist okay. Es gibt so und so viele verschiedene Sprachen. Guck mal, das sind alle Schriftzeichen dazu. Guck dir mal an. Flaggen, mehr Flaggen sind diese. Wobei Flaggen gab es nicht so viele, im Gegensatz zu Greyhawk, was okay, ja mit sehr vielen Flaggen daher kam. Göttersymboliken, Heraldiken. Also, ja, ich habe das bei tatsächlich. Auch, allerdings nicht mit den Forgotten Realms, sondern Warhammer. Da hattest du genau dasselbe. Aber nicht bei dem Rollenspiel, sondern bei dem Tabletop. Ah, okay. Weil du hattest quasi die Grundbox, da war so ein Known World. Und dann hast du diese Armeebücher gekauft. Und die haben dir dann jeweils erzählt, ja, und bei den Orks ist das so. Und da hast dann Bilder gehabt von den Reichen, wo die Orks sind und deren Schriftzeichen und deren Zauber und deren Struktur und so. Und du brauchst aber letztendlich natürlich so dieses The Known World, damit du das zuordnen kannst, damit du die Verbindungen kriegst, damit du auch von dem einen zum anderen kannst. Im Rollenspiel genauso wie im Tabletop. Ja, aber der Unterschied finde ich eben, das ist ein spannender Punkt, weil da gibt es ein Weltkonzept und Forgotten Realms hat aus meiner Sicht kein erkennbares singuläres Weltkonzept, sondern das ist genau das, das besteht aus lauter Punkten, die in sich total spannend sind und auch ganz inspirierend. Und ich, wie gesagt, wir haben auch da gespielt. Ich finde es großartig und ich mag es. Es ist nur als gut, dass du es nochmal erwähnst. Das hätte ich vorher nicht gedacht. Naja, manchmal merkt man das nicht, weil ich manche Leute behaupten ja, ich sei nicht positiv genug manchmal oder wertschätzend. Aber, das ist alles prima. Es ist nur in seiner Menge als Konglomerat zum einen schwer fassbar und es ist eben tatsächlich für mich sozusagen keine Weltlogik, sondern es ist eine aus mehreren Regionen. Das ist nämlich, das meine ich mit Rollenspielwelt. Das ist total cool. Wenn du spielst eine Weile lang in X, dann bist du da fertig und dann fährst du nach Y und dann spielst du in Y. Und Y ist auch wieder total großartig. Man soll nur nicht versuchen zu glauben, dass X und Y in einer sinnvollen Beziehung zueinander stehen. Das ist so ein bisschen mein Ding. Und dann hast du, richtig. Also es gibt schon einige Regionen, die auch wirklich sinnvoll mit einer Beziehung zu stehen. Aber das meinte ich vorher mit, es gibt ein paar Regionen, wo du merkst, dass die Grundanlage von Greenwood stand, wo deutlich mehr Hintergrundwissen und Gedanken hinterstanden als bei manchen anderen Sachen. Aber ja, also ansonsten ist es wirklich eher ein grobes Puzzle. Aber ich meine, das haben die meisten der Rollenspielwelten, die wir kennen und die erfolgreich über Jahre waren, dass sie letztendlich was die Stringenz und was die innere Logik angeht, auch nicht häufig nicht so richtig gut miteinander funktionieren auf lange Sicht. Auch was Geschichte ist genau anders als Dragonlance. Also das stimmt. Aber bei Dragonlance zum Beispiel hast du einen zentralen Gedanken, der für den Rest der Welt überhaupt nicht trägt. Also das ganze Ding ist totaler Schwachsinn. Aber die Geschichte ist geil und sozusagen das Thema funktioniert durch die ganze Welt und durchzieht die ganze Welt. Dafür hast du dann sozusagen kann ohne dieses Thema für sich einzeln kaum irgendwas sinnvoll stehen da drin, weil es auch in Dragonlance nicht ausgearbeitet ist. Das ist denen dann auch egal. Also darum geht es eben halt nicht. Ja. Deswegen hat auch keine der Iterationen von Dragonlance als Spielwelt wirklich sehr erfolgreich funktioniert, sondern das war immer so, das hat man als Quellenbücher mal gekauft, um ein bisschen zu den Romanen was zu lesen. Ja, ich habe auch Dragonlance gespielt, das habe ich sogar geleitet, aber das funktioniert doch anders, weil da spielst du die Geschichte auf einer Welt und die Welt ist hier ist es andersrum. Hier hast du eine Welt, auf der du Geschichten spielst. Und das finde ich schon spannend. Und das ist die Stärke und die Schwäche gleichzeitig aus meiner Sicht. Weil du eben so viel Raum für diese
Geschichten machst in der Welt, dass die Welt selber kein eigenes Thema mehr hat, so richtig. Und das haben sie dann versucht durch die Fortführung, also eben mit den Time of Troubles. Da gibt es ja dann ein überbordendes Thema, aber selbst das ist extrem, also das hat sozusagen eigentlich auch wieder regional in Wahrheit, obwohl es um Götter und alles Mögliche geht, ist es trotzdem ein relativ regionaler Event in Wahrheit, weil es da, wo es spannend wird, sozusagen, sind es an wenigen Punkten irgendwie. Ja, klar. Also das ist, vielleicht bevor wir zu Time of Troubles kommen, weil damit wollte ich abschließen, weil das tatsächlich noch in den 80ern passiert ist, nochmal zu den Regionalbänden, weil auch da ist etwas passiert, was neu war. Also klar, es gab auch schon spezifische Regionenbände für Greyhawk und so weiter, aber in die Art und Weise, wie sie für die Vergessenen Reiche gemacht haben, nämlich mit, wir kommen gleich als allererstes mal mit einer Riesenstadt raus, beschreiben die im Detail jedes einzelne Viertel, und zwar so im Detail, dass sie teilweise die Schriftgröße nochmal verkleinert haben in einzelnen Kapiteln auf 4 Punkt. Das ist nicht weit davon also entfernt. Also ernsthaft, das ist kaum noch sinnvoll zu lesen. Ja. Vor allem auf dem Papier. Ja, vor allen Dingen unten drunter trotzdem immer noch Weißraum, beziehungsweise ja, gut, Gescheckraum. Also. Satztechnik Ende der 80er. Aber dieses, wir nehmen einzelne Regionen, betrachten sie im Detail, geben, wie du sagst, greifbar machendere Informationen, dass ich es wirklich ausschmücken kann als Spielleiter, dass ich genug Informationen habe, aber trotzdem noch Freiräume, um eben auch Abenteuer drin unterzubringen. Und das ist, haben sie auch sehr unterschiedlich gemacht, zum einen eben mit eben den Modulen, also das erste war eben halt Waterdeep, das zweite dann passend zu den Romanen dann Moonshae. Dann sind sie in den Süden gegangen, Kalimshan, Empire of the Sands, also ganze Oriental, so, also Nahe Osten im Prinzip ein bisschen mit reingebracht. Und so ging das dann weiter mit F4. Magister war so ein bisschen Outlier, das war eher magischer Hintergrund, so mittendrin, das keine Regionalbeschreibung. Der Band besteht nur aus magischen Gegenständen. Richtig, genau das. Und zwei, drei Zaubern und mächtigen Magiern, die beschrieben werden und vor allem Leichnam, Liches. Und dann kommt halt Savage Frontier, was dann halt spätestens mit Rist eine Riesenrolle spielte, weil Ten Towns und so weiter. Und das war eben der eine Bereich. Und der andere Bereich war, wie du gesagt hast, Under Illithan, wo sie einen Bereich an der Schwertküste südlich von Waterdeep genommen haben. Ja. Und auch da im Abenteuer noch mal mehr Raum reingegeben haben. Was ist das für eine Region? Hier hast du ein Dorf im Detail beschrieben und so weiter. Sodass du das wirklich als Basis nehmen konntest und sagen konntest, darauf basiere ich eine ganze Kampagne sehr leicht. Oder zumindest mehrere Abenteuer, die dann basieren auf dem, was ich hier kaufe. Auch mit klar ein paar Abenteueraufhängern hier schon mit drin. Aber eben halt auch wieder dieser Sandbox-Gedanke. Ich habe eine eigene Gruppe, ich habe eine Ecke, in der ich spielen kann. Aber ich habe genug Informationen, um Fleisch und Knochen sozusagen zu haben, mit denen ich arbeiten kann. Und das haben sie konsequenter. Genau. Lass mich den Satz nur kurz abhören. Ja, das haben sie konsequent weitergeführt mit vielen anderen Abenteuern, sei es dann Halls of the High King und so weiter. Also es gibt eine ganze Reihe von Abenteuern, wo du immer genug auch Background-Informationen zu der Region kriegst, um mehr draus zu machen. Und das ist eben eine der großen Stärken der Forgotten Realms, dass sie bei vielen Regionen dann wirklich auch mit der Lupe reingegangen sind und sehr genau reingeguckt haben, was hast du da, und auch regional Geschichte erzählt haben. Bis dann eben der erste Ansatz für eine übergreifende Geschichte mit Times of Travel Ende der 80er kam. Und das war ja tatsächlich so im Prinzip schon ein erzwungener Wechsel, den sie dann machen mussten. Aber jetzt, bevor ich dazu komme, Jan, du wolltest noch? Ich versuche gerade rauszufinden, was für mich damals faszinierend war. Und ich glaube, eine der faszinierenden Sachen war, dass du von Mitte der 80er oder Anfang der 80er haben wir gespielt Dungeon, Overland Travel, Dungeon. Mhm. Stadt, egal, Schnurz, Dungeon. Also Stadt ist auch nur ein Dungeon mit Leuten drin. Und es gab eigentlich nichts, was wichtig war dazwischen. Das heißt, wenn ich überlege, wie ich damals ausgearbeitet habe, dann habe ich auch immer die Stadt irgendwie oder den Ort, wo wir hin wollten, dann irgendwie bis ins Kleinste ausgearbeitet. Wir haben dann ja auch Mers oder Merp gespielt, wo du dann diese lustigen Stadtkarten und Dorfkarten hattest, wo immer stand, dass es wo das gesamte Dorf aus Handwerkern bestand. Und mehr nicht, also stand immer nur, was für ein Handwerker es ist. Aber das haben wir immer detailliert ausgearbeitet, Dungeon war detailliert ausgearbeitet und dazwischen war Würfelraum.
Also dauert 5 Tage, hier sind die Random Encounter. So hat man früher gespielt. Und Forgotten Realms hat aus dem Würfelraum tatsächlich einen Raum gemacht. Also, oh, da gibt es das Dorf. Und ich konnte tatsächlich dann nachgucken, was ist in dem Dorf. Und vieles waren so Adventure-Aufrisse irgendwie. Aber manche Sachen waren auch wirklich Begegnungen oder coole Ideen oder Dinge, wo du was von gehört haben konntest, ohne dass deine Gruppe notwendigerweise sofort sagt, ah, okay, da hinten ist der Zauberer, da müssen wir dann wohl hin. Sondern das ist einfach passiert, so dran. Und das war für mich der Schritt, den Forgotten Realms gemacht hat, weil es eben diese Lupe hatte, weil es so wahnsinnig weit reingegangen ist. Das hat für mich total gut funktioniert. Um jetzt mal auch was Positives gesagt zu haben. Das hat aber nett ausgeführt. Ja. Also, ja. Was ich auch noch mal anmerken wollte, bevor wir zum Endstadium der Times of Trouble kommen. Den Fall der Magie. Egal. War, dass die... Also Forgotten Realms war für mich immer so ein bisschen heiß-kalt. Also sprich, du hattest Material, das war wirklich unglaublich gut. Also das war unfassbar inspirierend, da steckte unfassbar viel drin, da konntest du ganz toll mitspielen und das war einfach unfassbar hochqualitativ. Gleichzeitig hattest du aber auch Material, von dem ich, wie gesagt, bis heute nicht weiß, was genau dieses Material von mir will. Also auch und nichts, was es zusammengehalten hat. Du hattest diese Klammer nicht. Das stand nebeneinander immer, fand ich. Du wusstest nie, was du kriegst, sozusagen. Es war so, ja. Hier geil, da so. City System auch, ist ein großer Klassiker. Also, ja, auch noch tatsächlich 80er Jahre. Einfach eine Box nur mit Stadtkarten. Ich habe die Box besessen und die hing auch bei uns im Spielraum an der Wand. Komplett. Also ganz waterdeep. Das waren, ich glaube, 10 Karten. Ja, ja. 10 Karten A1 oder irgendwie sowas. Völliger Irrsinn. 3 Quadratmeter oder so. Konntest du nichts mit an. Mehr als 3. Also nein, vor allem, ich kenne Leute, die haben dann wirklich tatsächlich mit Nadeln im Prinzip ihre Position markiert. Also genauso aber auch, weil die Hefte hier, die waren wie eine Wundertüte. Die hatten kein einheitliches Konzept. Sondern das war einfach nur so roundabout irgendwo zwischen 60 und 80 Seiten, weil die waren auch unterschiedlich dick. Dann schreib doch mal was zu dieser Region, mehr oder weniger. Und da gab's, merkst du halt auch wieder diesen Unterschied, wer hat geschrieben. Also wer hat geschrieben, definitiv. War es etwas, wo Ed Greenwood direkt involviert war? Und gerade Moonshae ist zum Beispiel was nicht auf seinen Mist gewachsen ist und was du halt auch deutlich merkst an der Qualität des Moduls. Ja, das Hefter ist schwierig in der Nutzbarkeit. Also du hattest halt ein paar Regionen, die waren wirklich richtig gut. Also waren die Hefter einfach unglaublich gut. Die habe ich auch sehr viel benutzt. Moonshae zum Beispiel war eins von denen, wo ich sagen muss, so, ich habe es gelesen. Und ich habe wirklich versucht, es zu lieben. Das ist mir das, leider nicht gelungen. Was mich am meisten an Moonshae aufgeregt hat, war das Baden-Konzept, was in den Romanen und dann auch in dem Heft eigentlich angedeutet wurde, konnte regeltechnisch nicht umgesetzt werden. Und ich fand das Baden-Konzept, der keltische Bade, wie er da drin präsentiert wurde, so geil. Und das hat mich Jahre aufgeregt, dass es dafür keine Regeln gab. Bis es dann wir sind doch seit mal in der ersten Edition. In der da gab es doch gar keine echten Baden. Ja. die waren ja noch gar nicht wirklich existent. Gab es dann irgendwie in der zweiten Edition, gab es dann das Bard's Handbook, da gab es dann so eine Möglichkeit. Ja, und da gab es dann den drin und das kam aber irgendwann 85, 86 raus. Da haben wir dann schon wieder irgendwie so, oder 96. Irgendwie sowas, also es war relativ spät. Ja. Also eines der größten Probleme tatsächlich, also neben der unterschiedlichen Qualität der Leute, die geschrieben haben für die Forgotten Realms, war, dass es zu einer Zeit rauskam, wo bei TSA mehr oder weniger schon fieberhaft an der Second Edition gearbeitet wurde. Ja. Das hat man aber bei der Veröffentlichung für die Forgotten Realms nicht so ganz richtig berücksichtigt. Und man muss sich das vorstellen, also 87 kam das raus, hat eingeschlagen wie eine Bombe, hat irgendwie auch Preis gewonnen und so weiter. Die Romane haben sich relativ gut verkauft. 88 kam dann der erste Drist-Roman raus, hat eingeschlagen wie eine Bombe. Also es lief richtig, richtig gut. Heiße Zeiten, ja. Und dann kommt die Regelabteilung von TSA und sagt, ja, wir machen jetzt die Second Edition von AD&D. Und das war so der Moment, wo dann so dieses, ja, Moment, dann müssen wir die Forgotten Realms ja auch in die Second Edition bringen. Wir müssen uns was einfallen lassen. Und dann hat man sich tatsächlich zusammengesetzt, auch mit Ed Greenwood, so dieses, wir brauchen irgendwas, wie wir auch
in-game erklären können, dass sich Regeln ändern. Und dann kam man auf die Idee, wie genau, da gibt es sehr unterschiedliche Aussagen zu, wer jetzt die Idee hatte und wie und so weiter, dass eben aus einem Grund heraus, nämlich dass Götter irgendwas Böses getan haben, AO die Götter einfach mal entmachtet und auf die Material Plane verbannt, sie sozusagen nur noch in ihren Avataren hocken und auch sterblich werden dadurch. Und das Ganze dann sollte begleitet werden eben von einer Romanserie, die in Auftrag gegeben wurde, und von einer Abenteuerserie. Und da haben sie etwas getan, wo sie gedacht haben, das funktioniert ganz gut, das hat bei Dragonlance ganz gut funktioniert. Wir machen mal so klassische gerailroadete Abenteuer, die sich sehr unterscheiden von dem, was man bisher veröffentlicht hat für die Realms, wo diese Weltenumwandlung auch spielerisch begleitet wird. Anders als bei Dragonlance spielt man nicht die Hauptcharaktere, sondern die laufen als NSCs mit. Also Midnight, Kalimbor und so weiter sollen als NSCs mitlaufen. Midnight muss mitlaufen, die anderen müssen nicht unbedingt mitlaufen. Also Cyric und Kalimbor kann man sich auch schenken. Die tauchen dann irgendwann halt als Antagonisten auf, also Cyric spätestens. Aber das ist tatsächlich so, also diese drei Abenteuer, das ist, sind dann im Prinzip Shadowdale, Waterdeep und Tantras. Andere Reihenfolge, Tantras und Waterdeep. Dann Waterdeep so. Ja. Genau, genau. Wurden eben halt auch begleitet durch die drei passenden Romane. Ja. Und das Spannende war tatsächlich, also wir haben das damals versucht zu spielen, wir haben es nicht so richtig zu Ende gespielt, weil wir dann auch alle die Romane schneller lesen wollten, als wir das Abenteuer spielen wollten. Wir wollten wissen, wie es ausgeht. Das war auch ein Problem mit der Veröffentlichung, weil sie eben halt das wirklich zeitgleich mehr oder weniger veröffentlicht haben, sodass das dann das Lesen schneller war als das Spielen. Das hat aber zu einem massiven Umbau geführt. Und das, was sehr bemerkenswert war, was sie gemacht haben, ist, sie haben raufgeschrieben, und das funktioniert auch tatsächlich, dass diese Abenteuer mit beiden Regelsätzen funktionieren. Also mit AD&D und mit AD&D Second Edition. Und erklären auch in den Abenteuern, was du tun musst und so weiter, damit du es, wenn du es mit der neuen Edition verwendest oder mit der alten. Kleine Anekdote, ich hatte ja am Anfang von den Dragon-Artikeln erzählt und das, der erste Dragon-Artikel, den Ed Greenwood veröffentlicht hat, war ein Monster namens Cast. Kommt in dem Abenteuer wieder. Als Monstereintrag. Also sie haben dann Sachen auch, also Ed Greenwood hat mitgeschrieben, auch an dem Material und an den Abenteuern. Die Romane sind unter Pseudonym geschrieben worden von zwei unterschiedlichen Autoren. Der dritte ist von Troy Denning und der andere, fällt mir der Name nicht, aber Sarazen, glaube ich. Und sind auf sehr, sehr unterschiedliche Resonanz gestoßen. Also die Leute haben begrüßt, dass die neue Edition sozusagen eingeführt wird in die Forgotten Realms, fanden aber diesen Weltenumbau damals, der wurde sehr kontrovers diskutiert. Also wenn man sich Leserbriefe aus der Zeit anguckt im Dragon, das war dann teilweise, kennen wir das von anderen sehr engagierten Communities, wie aggressiv da teilweise auch reagiert wurde. Ja, das war sehr schön. Und man hat dann, und das war dann der Übergang 89-90, auch um den Leuten nicht gleich ein neues Kampagnenset aufzudrücken, hat man ein Buch rausgebracht, wo sozusagen Adventures, man seine Welt adaptieren konnte auf die neue Edition und sehr genau aufgeführt hat, welche Regeländerungen für die einzelnen Klassen und so weiter in Frage kommen und noch viel wichtiger, welche Änderungen es am Pantheon gab, weil der da nämlich tatsächlich sehr deutlich herumgebaut wurde durch diese Zeit. Einige Götter sind gestorben, einige verschwunden und ein paar Sterbliche wurden zu Göttern. Und die Regeln für Götter haben sich geändert. Die waren nämlich danach sehr deutlich abhängig davon, wie ihre Gläubigen auf sie reagieren. Das heißt, vorher waren sie im Prinzip, konnten sie machen, was sie wollten. Und auf einmal war es so dieses, du hast keine Gläubigen mehr, dann hast du auch keine Macht mehr. Und das war ein sehr großer Unterschied zu früher. Die Götter mussten sozusagen positiver, aktiver auf ihre Gläubigen einwirken. Positiv ist so sehr relativ. Ja, also, und diese ganzen, also wir haben auch versucht, die Abenteuer zu spielen. Die war dann mal wieder das Ende einer Gruppe. Wie weit seid ihr gekommen? Ich glaube, bis Teil 2, bis zu der, also grundlegend bis zu der
Stelle, wo der Gott des Mordes und der Meuchelmörder irgendwie dann Mirkul und Baal, ja. Dann erstochen wird. Also ich meine, das Railrolling da drin ist eins vom Feinsten. Also das, ja, ist, also das ist NSC-Porn vom also da kann sich jedes andere System noch einen von abschneiden. Also das ist als Spielleiter, wenn du dir das durchliest, also zumindest ich in dem Alter, wo ich damals war, hatte ich immer das Gefühl, oh, ist so voll episch, voll geil. Für die Spieler war das eine Tortur der Frustration von unbekanntem Ausmaße. Und jedes Mal, wenn sie irgendwie mitmachen konnten und hatten das Gefühl, sie konnten was tun, hat das Abenteuer ihnen garantiert verboten, dass sie genau das tun können, was sie jetzt wollen. Und das nicht mal, dass ich das als Spielleiter tun musste, sondern das Abenteuer hat das schon direkt einfach komplett unterbunden. Peng, Ende, Banane, aus die Maus. Die Abenteuer sind da ja auch, sagen wir mal, schmerzbefreit gnadenlos, dir zu sagen, dass du deine Spieler hier bitte quälen sollst. Also, Wobei sie zumindest anders als die Dragonlance, gibt es ja immer die Sektion, was passiert, wenn oder was passiert, wenn nicht und so weiter. Und sie versuchen es zumindest ein bisschen an manchen Stellen zu erklären, warum die Spieler jetzt da nicht eingreifen oder wo ganz anders sind und so weiter. Wohingegen bei Dragonlance, ja, du den Klassiker hattest, so dieses, ich entferne mich 10 Meter vom Weg, es kommen 10 Orks, ich entferne mich 20 Meter vom eigentlichen Weg, es kommen 10 Draconians, ich entferne mich 30 Meter vom Weg, es kommen 10 große grüne Drachen. Also das ist so, da war dieses, sie verlassen den vom Spielleiter beschriebenen Bereich sehr viel klarer in der Definition. Das war jetzt bei den Abenteuern nicht ganz so. Du kamst gar nicht auf die dazu, den Bereich zu verlassen. Ja, ich sag mal, es gab so ein paar Knotenpunkte, zu denen du getrieben wurdest, ob du wolltest oder nicht. Und während denen hattest du gefälligst zuzugucken, während die Handlung passiert ist. Genau. So. Der die wirklich wichtigen Leute das mal klären. Damit hier mal Mama und Papa dir zeigen, um was es in dem Abenteuer eigentlich geht. So. Und danach darfst du dich wieder entscheiden, wie du zum nächsten Mal zur Sesamstraße kommst. Also das ist so. Genau. Also das war schon, also wie gesagt, meine Gruppe hat das nicht überlebt. Also das war dann irgendwann eben aktives Meutern. Kann mich noch lebhaft daran erinnern, wo einer meiner Spieler mitten im Abenteuer dann gesagt hat, so, ich gehe dann, mit meiner Zeit kann ich auch Besseres anfangen. Euch noch einen schönen Tag. Zack, bumm, stand auf und ging. Okay. Ja. Das war schon, und ich kann nachvollziehen, ich kann heute in der Retrospektive kann ich nachvollziehen, warum. Weil das war halt schon so, es gab so viele Szenen da drin und die waren ja dann auch immer zwingend notwendig. Also es war ja nicht so, dass du, und dann waren das im Endeffekt wirklich reine Skripte, die du dann abgearbeitet hast. Also die Spieler mussten, die waren da, damit es jemand sieht und um die richtigen Fragen zu stellen, im besten Fall mal und sowas. Also das war halt schon. Das ist halt die Gefahr, wenn du einen großen epischen Plot hast, der passiert auf jeden Fall, wie bei Herr der Ringe im Prinzip, die Ringgemeinschaft oder wie eben Dragonlance oder eben hier dann die Gruppe um Midnight. Und du als Spieler eigentlich irgendwie versuchen sollst, aktiv irgendwie dabei zu sein. Und das zu schreiben, ist, glaube ich, wahnsinnig schwer. Ich habe bisher nur in einem einzigen Medium das wirklich gut umgesetzt gefunden. Und das ist tatsächlich beim Mittelerde, beim Herr der Ringe Online-Rollenspiel, weil du da tatsächlich nette, geile, kleine Questen sozusagen als Aufräumtrupp hinter der Ringgemeinschaft hast. Ja. Das heißt, du begegnest zwar auch manchmal den Ringgemeinschaftsleuten, aber dann immer irgendwie sowas wie ein Bruchteil mal oder sowas. Aber ansonsten bist du Aufräumtrupp, Spuren verwischen oder sonst irgendwie. Und dann funktioniert das ganz gut. Aber du bist nicht bei den epischen Szenen dabei. Und das ist auch das, also warum diese Abenteuer im Prinzip nicht wirklich gut funktioniert haben. Was gut funktioniert hat, war die Welt über diesen Plot in die neue Edition zu führen und zu sagen, wir haben die Welt verändert, mit dem Kampagnen-Set dann auch 10 Jahre nach vorne zu springen, zu sagen, so, jetzt ist ein bisschen Zeit vergangen, das hat sich alles, der Staub hat sich gelegt und so sieht die Welt jetzt aus, hat sich verändert. Und das haben sie dann später ja nochmal mit zwei großen Brüchen gemacht. Einen, der gut funktioniert hat, einen, der nicht ganz so gut funktioniert hat. Also der zur dritten Edition mit den Shadow War hat relativ gut funktioniert, auch wieder mit Romanen begleitet und ein Teil von sehr alter Forgotten Realms Geschichte aufgegriffen und wieder neu reingebracht. Und vierte Edition dann, wir trennen einfach mal Abai und Toril und machen irgendwas. Da haben sie ja dann auch Ed Greenwood und Salvatore und so weiter verloren. Also da haben sie auch einen Teil ihrer Stammautoren ja verloren, weil die gesagt haben, ihr habt den Schuss nicht gehört. Also das ist nicht mehr unsere Forgotten Realms. Und haben das ja dann auch zurückgeschraubt
sehr brutal. Mhm. Das, was halt, was nach wie vor, und das ist vielleicht für mich auch so dieses Fazit, als ich jetzt das Kampagnenset nochmal gelesen habe, das Original, und ich meine, es gibt keine Welt, in der ich so häufig gespielt und gespielleitert habe und wo ich auch bis auf wenige Ausnahmen, glaube ich, fast alle Romane gelesen habe irgendwann mal, wo ich so viel Zeit auch drin verbracht habe, gedanklich, und ich trotzdem jetzt wieder so beim Lesen gedacht habe, boah, es ist eine Welt, die mich reizt, weil es einfach sehr viele schöne Elemente gibt. Und gerade Schwertküste und eben der Bereich um die Daylands und Tethyr und Cormyr, wo du eben halt auch durchaus Politik und solche Sachen spielen kannst, einfach sehr reizvoll sind. Und du mit solchen Antagonistengruppen wie den Centaurim einfach auch Powergroups hast, die Spaß machen, immer wieder eingesetzt zu werden. Und das ist was mich nach wie vor auch sehr reizt an den Forgotten Realms. Also wo ich immer wieder auch Lust habe, dran einzutauchen. Was ich so fasziniert finde immer noch an den Forgotten Realms, wenn wir mal so einen Vergleich ziehen, weil wir so in vielerlei Hinsicht fühlt sich das ja ähnlich an zu Aventurien. Ist es aber am Ende des Tages witzigerweise aus meinem Empfinden heraus gar nicht, weil das eine scheint vor allen Dingen, wenn du ins Kleine reingehst und sozusagen dir einen Bereich raussuchst und dich auf den konzentrierst und nur da agierst und machst und tust. Also das heißt, das war das, was mich daran immer fasziniert hat. Sprich, ich habe dann in Daggerford gespielt oder ich habe in Cormyr gespielt oder ich habe in den Daylands gespielt oder irgendwie sowas. Und wenn das anfing, darüber hinaus zu gehen, wurde das schnell so sehr, sehr zerfasert und fühlte sich plötzlich an wie Plastik. Wohingegen bei Aventurien ist es genau eigentlich die andere Geschichte. Aventurien besticht dadurch, dass du wirklich dieses Gefühl hast, du bist sehr viel in der Welt unterwegs und du guckst dir eben auch diese Welt in ihrer Gänze an und was auf der Welt passiert, also wie die Welt sich entwickelt und wie da eben einzelne Teile eben miteinander dann dabei funktionieren. Das heißt, das eine ist im Endeffekt eine extrem heterogene Welt. Und das andere ist eine sehr homogene Welt im Sinne von, wie sie zusammenpasst. Also das heißt, da dem einen fliegen diese Elemente so ein bisschen parallel zueinander rum. Die berühren sich zwar manchmal, aber manchmal hast du auch so das Gefühl, so ihr zwei solltet euch nicht berühren. Also ihr solltet einfach. Und genauso fühlen sich auch viele Dinge in dieser Welt an. Gerade bei den Forgotten Realms hast du so das Gefühl, so da gibt es irgendwo mal so dieses Königreich. Dann gibt es zwischen diesem Königreich und dem nächsten Königreich gibt es irgendwie so 200 Meilen des Nichts. So, da führt dann nur eine Straße durch. Auch immer diese eine Straße daherkommt. Und da lebt auch nichts. Also da sind keine Dörfer oder sonst irgendwie was. Sondern die sind dann halt irgendwie so da. Das ist so wildes Land. Und dann kommt irgendwie plötzlich die nächste Zivilisation. Also so wirklich auch bewusst voneinander abgetrennt mit so Niemandsland dazwischen. Und Raum zum Füllen. Ja, Raum. Oder Alter, man kann das positiv definieren als Raum zum Füllen. Definition, auf der anderen Seite dieses so von wegen, oh, guck mal hier, Informationstiefe XYZ, wie Jan das vorhin schon so schön gesagt hat, mit dem, so, und dann habe ich Informationen über den Bürgermeister, dessen Schreiber und die Tochter von dem, also von dem Schreiber, nicht von dem Bürgermeister, und deren Hund. Und dann habe ich 200 Meilen lang eine faktisch unbewohnte Gegend. Das ist dann auch die Tiefe der Beschreibung, die dann da drin ist, ja. Und das ist das, was das so unterscheidet. Also tatsächlich ist da die Ausrichtung einfach eine gänzlich andere. Also das heißt, das eine ist, Forgotten Realms ist mehr punktuell extrem cool und zwischendrin wie so Füllmaterial. Also es ist ein bisschen wie, man macht so eine große Box auf, da sind so ganz viele Flocken drin. Und zwischendrin sind irgendwelche coolen Sachen versteckt, cool, sag ich jetzt mal. Das ist so für mich das Gefühl von den Forgotten Realms. Das ergibt sich natürlich auch erstmal aus der Größe. Also Aventurien ist ja in der Summe etwas kleiner und auch sehr viel näher zusammen. Und das ist auf der anderen Seite eben dieses, dass auch sehr unterschiedliche Kulturen, auch was den Stand und so weiter angeht, so nah beieinander sind, ohne einen großen kulturellen Ausfluss zu haben oder Überwechsel, ist ja auch das, was ähnlich wie in den Forgotten Realms dann eben manchmal auch einfach unlogisch wird. Also, dass du einfach reich in dem Mann. Aventurien ist, glaube ich, eine eigene Sendung nochmal. Wird spannend. Aber ich glaube, was man sagen kann für Aventurien ist, es ist der Versuch gemacht,
ob er gelungen ist oder wie er gelungen ist, kann man dann nochmal diskutieren, einen Weltenbau zu machen. Mhm. Und in dem befinden sich aus der Welt heraus definierte Regionen. Ja. Und in Forgotten Realms genau andersrum. Das ist ein Regionenbau, die befinden sich zufällig alle in der gleichen Welt. Mhm. Und damit muss man halt irgendwie zurechtkommen. Ja. Und da muss man jetzt sagen, natürlich, es gibt ja in Forgotten Realms eben durch die unendliche Menge von Romanen, ist da theoretisch eben auch nochmal in jedem Ding ganz viel bunte Farbe reingeflossen. Mhm. Aber als übergeordnete Struktur gibt es so gut wie keine Gemeinsamkeiten. Und das Lustige im Übergang in die Second Edition ist, dass das die erste Gemeinsamkeit war. Oder hätte sein können, sozusagen. Das ist ja eigentlich eine saucoole Story, wenn man sie nicht als Spieler sozusagen im Zuschauerraum erleben muss. durchleiden muss, ja. Ja, durchleiden muss. Aber da, das wäre sozusagen eine Möglichkeit gewesen, zu sagen, okay, was tut das alles los? Aber das hat halt wiederum in ganz vielen Regionen überhaupt nicht interessiert. Also weil es eben wieder nur für eine bestimmte Sache geschrieben ist. Also ich glaube, das ist, wie gesagt, das ist die Stärke und Schwäche von dem Ding, dass es keine Kohärenz hat, weil das natürlich dir den Rollenspielraum auch bietet, zu sagen, ja, scheiß drauf, dann hüpfe ich halt jetzt irgendwie da hinten hin, weil das ist eine interessante Stelle. Aber es ist eine Welt, die aus dem Rollenspiel definiert ist. Und Aventurien ist eine Welt, die aus der Welt definiert ist. Mhm. For better or worse. Ja, ja klar. Nein, hast du recht. Also im Prinzip fällt es mir leichter, zum Beispiel eine epische Kampagne ohne einen großen Weltenumbau in den Forgotten Realms irgendwie zu platzieren, genau. Weil ich habe einfach jede Ecke ohne Ende Platz und ich kann auch mal Götter töten im Zweifelsfall und so weiter. Auch egal. Ja. Klar kann ich das auch bei Aventurien machen, nur muss mir dann halt klar sein, dass Aventurien eben mein Aventurien ist und mit dem Offiziellen dann auch wirklich nichts mehr zu tun hat. Also das ist... Na gut, klar, logisch. Dafür machen die Forgotten Realms ja durchaus eben auch mal, nennen wir es mal, wilde Sprünge. Also das heißt, so viele, also in die Forgotten Realms habe ich persönlich zum Beispiel, ich habe viel First Edition gespielt, habe dann noch lange Zeit mitgelesen, was die Second Edition anging. Also gerade, weil mich diese Zusatzbände dann interessiert haben und viel von diesen Erweiterungsbänden sind ja dann erst für die Second Edition, also für AD&D dann rausgekommen, noch bevor die neue Grundbox rauskam. Und das fand ich durchaus faszinierend, da hatte ich durchaus meine Freude dran, aber wenn ich jetzt die Sachen für die 5. Edition gelesen habe, zwischendrin war ich dann immer nur mal so punktuell, wo ich mir von Leuten habe erzählen lassen, was passiert ist. Also das heißt, ich habe die Sachen dann nicht mehr gelesen und das war schon, sagen wir mal, teilweise verstörend, also aus dem Gedanken heraus, woher ich das kenne, was das in meiner Erinnerung eingenommen hat. Und das war dann schon nur bedingt, dieses Gefühl zurückzukehren. Also ich hatte nur bedingt das Gefühl, dass ich sozusagen mal heimkomme in die Forgotten Realms, weil da einfach ganz viel über den Haufen geworfen wurde und so weiter und so fort. Also da wurde immer ganz viel bewegt und umgepflügt und gemacht und getan und dann liest du dann irgendwie ganz viel, wo du denkst, so von wegen, hier wurde einfach mal alles auf links gedreht, aber jetzt ist irgendwie doch wieder alles wie früher. Das fühlt sich dann aber so... Wobei es nicht wie früher ist, auch das ist was. Also ich meine, dieser Bruch mit der 4. Edition, der war nun einfach tatsächlich brutal und irgendwie sehr weit hergeholt und so weiter. Ja. Und einer der Gründe, warum sie es gemacht haben zu dem Zeitpunkt, war halt, dass sie unter anderem solche Sachen ermöglichen wollten, wie auf einmal Tieflinge, Dragonborn und so weiter. Also das heißt, die Rassenvielfalt deutlich nach oben schrauben. Weil vorher gab es solche Exoten nicht. Da waren das, wenn überhaupt, Exoten. Da waren, also das Höchste an Exoten war, dass dann irgendwie jeder einen guten Dunkelelfen spielen wollte. Also das war schon so das Extremste, was man normalerweise hatte. Ein Dunkelelf, ja. Und den ein oder anderen Sniff Nevelin mal aus irgendeinem Grund heraus. Aber das war es dann auch schon. Und auf einmal war eben halt so dieses auch geprägt durch die Computerspiele, durch die MMOs, hat man sich gesagt, ach, wir müssen mehr Exotik mit reinbringen und solche Sachen und hat dann eben halt auch das genutzt, um das reinzubringen. Hat das aber dann auch nicht rausgenommen, natürlich, nachdem man die Welt wieder zurückgeschraubt hat zur 5. Edition. Und man hat die Publikationsstrategie geändert bei der 5. Edition. Man hat nicht mehr gesagt, wir bringen ein Kampagnenset raus, wir bringen weltenspezifische Beschreibungen raus, sondern wir bringen Abenteuer raus, wo dann immer spezifisch eine Region für das Abenteuer wieder beschrieben wird. Also das, was man ursprünglich auch mal gemacht hat mit An der Elefant und allem drum und dran, macht man jetzt halt mit großen Kampagnenbänden, wo dann eben halt auch ein Fokus auf eine Region liegt. Sei es
Underdark, wie jetzt Out of the Abyss oder so, wo dann eben mal eine Rundreise durchs Underdark macht. Oder eben Rime of the Frostmaiden, wo man oben in Ten Towns wieder rumhüpft und sehr viel, also den aktuellen Stand von Ten Towns oder Nine Towns dann irgendwann. Mhm. Oh, Entschuldigung, Spoiler. Klatsch. So, also aber ja. ich finde es tatsächlich immer noch faszinierend, wie unterschiedlich eben auch die Erinnerungen beziehungsweise auch die Erfahrungen damit jetzt trotz all dem waren bei, bei uns. Also weil man merkte schon sehr deutlich, dass das für dich, es war eine total positive Rückkehr, da nochmal wieder reinzulesen und die völlige Begeisterung und alles, was du gerade erzählt hast. Ich finde das auch total faszinierend und auch durchaus ansteckend. Als ich jetzt nur reingeguckt habe, eben gerade, als ich mal durchgeblättert habe und mich daran erinnert habe, wie gesagt, wie viele Stunden ich da gesessen habe, mich gefragt habe, was mache ich mit diesen Unmengen an Informationen, die mir gar nicht sagen, was sie von mir wollen. Was halt einfach eine völlig andere Erinnerung eben dabei ist. Mhm. Aber trotz all dem haben wir allesamt ja durchaus eine Menge Erfahrungen damit gemacht und auch das ist ja das, was die Faszination davon auch ausmacht, dass es etwas ist, das so ein bisschen sind die Forgotten Realms ja so ein bisschen so der kleinste gemeinsame Nenner. Ne? Also ob wir jetzt zusammen zwingend Darksun spielen wollen oder Dragonlance, da müssen wir nochmal irgendwie diskutieren. Aber zur Not können wir uns alle mal darauf einigen, dass wir eine Runde Forgotten Realms spielen. Ja, ne? Also das ist und das ist tatsächlich, glaube ich, mit die Stärke, dass du für jeden unterschiedlichen Spielstil und Geschmack eigentlich irgendwas findest in den Realms, was als Spielleiter und als Spieler funktioniert. Also, wenn ich Politik spielen will, kann ich Waterdeep, Inner City Politics oder Tethier, Cormier oder sowas spielen. Wenn ich klassisches Dungeon Crawl spielen will, kämpf durch die Undermountain. Du wirst 2 Jahre brauchen, aber und zwar wöchentlich spielend, aber du schaffst es. Oder wie auch immer. Aber es ist das und auch, eben auch, was diese Tiefe angeht, also was die Fülle an Informationen angeht. Du kannst als Spielleiter vollkommen Sandbox-mäßig dir was ganz Eigenes ausdenken. Du kannst aber eben halt auch sehr genau in eine vordefinierte Region eintauchen, wo eben ähnlich wie in anderen Welten, wie Mittelerde oder sonst irgendwas, du sehr genau aufpassen musst, wenn ich da jetzt was ändere, dann die Leute, die sich auskennen, werden das dann einem übel nehmen. Also Baldur's Gate ist so ein Klassiker, weil die Stadt ist so detailliert mittlerweile in verschiedenen Iterationen beschrieben. Da hat jeder, der irgendwie die Computerspiele gespielt hat, der in die Rollenspielbücher kennt und so weiter, hat eine klare Vorstellung, wie Baldur's Gate aussieht. Und wenn du da was änderst als Spielleiter, Moment, das ist doch anders. Die Docks sehen anders aus, das weiß ich genau. Die sehen anders aus. Cool! Ja, dann lieben Dank, dass du dich nochmal durch all dieses Material gekämpft bzw. mit Freuden gelesen hast. Das war tatsächlich kein Kämpfen, das kann ich wirklich mit Fug und Recht behaupten. Selbst die Dragon-Artikel, und ich meine das ernst, guck dir den Dragon-Artikel über den Pantheon-Bau an. Er hat sich was gedacht dabei. Ob das wirklich. Okay. Das würde mich wirklich mal interessieren, weil das. Also ob das wirklich das Sinn macht, ist eine andere Frage. Ist an der Stelle völlig falsch. Das ist eine Sammlung von Göttern, die alle nebeneinander stehen. So wie es keine Welt ist, sondern eine Sammlung von Regionen. Ja. Das ist genau das Gleiche. Ist einfach draufgeworfen. Pantheon, das ist nicht wie der griechische Pantheon, die sich die ganze Zeit miteinander prügeln und irgendwie auf dem Olymp zusammen Wein saufen, sondern das ist, da hockt jeder auf seiner Plane in seiner kleinen Bubble und intrigiert gegeneinander. Genau. Okay, gut. Ich sehe schon, dieser Artikel, der wird nochmal legendär. Wobei ich mich auch daran erinnern kann, übrigens nur um das nochmal loszuwerden, es gab einen Artikel auch im Dragon zum Thema Schießpulverwaffen in den Forgotten Realms. Das müssen sie danach, den müssen sie danach wieder rausgeskriptet haben. Weil Redcon. Übrigens, vielleicht auch da nochmal, es gibt die alten Dragon-Magazine frei zugänglich im Netz als Dragon-Archiv. Das heißt, man kann diese ganzen alten Artikel auch lesen. Da steckt sehr, sehr viel Rollenspielhistorie drin. Das ist schon mal ganz, ganz, ganz sicher. Völliger Wahnsinn. Also wie gesagt, Dragon ist sowieso ein großes Archiv für ganz, ganz viele Dinge aus der Zeit. Ja. Also 70er, 80er, definitiv. Cool. Also, sehr schön. Lieber Björn, danke dir. An euch da draußen nochmal vielen herzlichen Dank und wir hoffen, dass das hier natürlich für euch auch mal was ganz Besonderes war. Hier mal mit dabei zu sitzen und mal den ersten Sneak Peek in das neue Studio zu werfen. Ich bin immer noch total begeistert, auch wenn ich wirklich sagen muss, dass
ist was ganz Neues. Also es ist aufregend, es ist gleichzeitig auch ein bisschen erschreckend. Dieses ganze neue Ambiente hier, also in einer positiven Weise war ich aufgeregt. Das hatte ich schon lange nicht mehr in der Form. Das war was ganz, ganz Besonderes. Das war absolut der Hammer. Und es war natürlich auch ein passend tiefes Thema. Also eines der großen Klassiker unserer Szene, also die Forgotten Realms, wir haben es ja vorhin schon gesagt, das muss man kennen, sonst ist man auf der Cocktailparty einfach am falschen Platz. Das ist zentral wichtig, wenn du mit Geeks und Nerds zu tun hast, die Forgotten Realms, damit wirst du auf jeden Fall immer Freunde gewinnen, da hast du ein Thema, was du direkt auch bringen kannst. Lieben Dank. Dass man auch kontrovers diskutieren kann, wie man gesehen hat. Auch, dass man es kontrovers diskutieren kann, genau. Definitiv. Also ihr habt jetzt für beide Seiten immer Argumente. Aber ich habe dir zugegeben, dass das trotzdem mag. Also Aber genau, das ist halt das Schöne daran. Das macht Forgotten Realms aus. Je größer etwas ist, desto kontroverser kann man das ja auch für gemeinhin tun. Ne? Das ist ja immer das Schöne daran. Und das ist ja auch ein Zeichen dafür, dass es groß ist, dass es erfolgreich ist. Das merkt man an so vielen Dingen. Da gehört auch Aventurien dazu, da bin ich mir ganz sicher. Absolut. Auch das beruht ja durchaus auf dieser Tatsache. Lieben Dank an die Jans. Danke, dass du dich hier zu mir gesetzt hast. Danke, Jan, dass du so richtig mal auch zum Teil vom Leder gezogen hast. Das war einfach unerlässlich, ja, die ganze Zeit hier nur dieses ist alles positiv. Nee, da kann man auch mal sagen, wie kacke das Pantheon ist. Das fand ich auch super. Ja? Also egal, was der Artikel sagt zu dem Thema. Also auch das fand ich einfach sehr, sehr schön. Das hat der ganzen Sache hier genau das gegeben, was es gebraucht hat. Wie Björn gerade schon gesagt hat, wenn es euch interessiert, die Tracken kriegt ihr im Tracken Archive entsprechend auch kostenlos die Artikel zum Nachlesen. Wenn ihr sagt, so hier, ich gucke nochmal rein, schaut euch da nochmal an, die Affiliate-Links, die wir euch zur Verfügung stellen. Wenn ihr es euch als PDF holen wollt, dann tut uns doch den Gefallen, macht es da drüber. Oder lasst uns direkt mal ein Abo da, lasst uns ein Like da, erzählt allen Menschen da draußen, dass es hier abgeht, dass wir jetzt was total Cooles Neues am Start haben, nämlich das ultimative Studio des Todes. Oder so. Was? Keine Ahnung. Ruhe. Moment. Okay, der Verdammnis. Der Verdammnis ist in Ordnung. Gut. Also da geht noch einiges, und wir haben auch den Rest der Woche noch eine Menge. Der erste Charakter, der da stirbt, muss in irgendeiner Form dann eine Verewigung in diesem Studio kriegen. Ja, der kriegt hier so auf dem Boden, kriegt der so weiß abgeklebt irgendwie. Wir können ihn in die Wand packen. Wir haben Platz. Wir werden ein Plätzchen finden, ich bin mir ganz sicher. Wir werden ein Plätzchen finden. Liebe Inge, wie sieht's denn aus? Was haben wir denn die ganzen Rest der Woche noch? Wir haben zahlreiches Programm, wie man so sagt. Nein, so sagt man das nicht. Kleiner Test an der Stelle. Gut, das klappt mit dem neuen Studio auch. wir haben tatsächlich sogar ein Programm, das hilft, um Charaktere in diesem Studio zu verewigen, möchte ich meinen. Ich spiele auf das Let's Play an, aber ich fange an bis dann, mit dem Termin morgen. Wir haben nämlich endlich wieder nach über einem Monat ein DSA Redux Insight. Ich rede mit Alex und Nico morgen über was da so kommen mag, ist und wird. Man so. Naja, egal. Und aber jetzt, das war meine wunderbare Anspielung. Wir haben nämlich am Mittwoch ein sehr cooles Let's Play, nämlich Alien Colonial Marines. Da werden wir die andere Seite des Studios zeigen und Charaktere verewigen. Oh ja. Da werden wir vielleicht. Da kommt das ja sehr schnell mit dem ersten sterbenden Charakter. Ja. Vielleicht gar nicht zwingend, denn das ist nicht ein Alien-Let's Play, was wir auf Basis des Cinematic-Modus spielen, sondern das wird auf Basis des Kampagnen-Modus gespielt. Alien bietet ja zwei verschiedene Modi und in dem einen spielt man tatsächlich mehr, also es ist die Idee, mehrere Abenteuer zu spielen und vielleicht auch eins, zwei zwischendrin mal zu überleben. So Kampagnen-Modus. Völliger Sinn. Ich bin mit dem Konzept auch noch nicht so hundertprozentig vertraut. Mal gucken, vielleicht bringe ich auch erstmal einfach alle um und dann probieren wir es nochmal. Mal gucken. Genau. Also es lohnt sich aber auf jeden Fall einzuschalten. Es hängt ja davon ab, was die Kampagne ist. Ja, wenn die Kampagne ist, bringen alle um. Sterben im Weltraum, nennt sich die Kampagne. Aber wir haben damit noch nicht alles, denn wir haben am Donnerstag noch eine Art Doppeltermin, nämlich einmal den Vlog für den Januar. Yeah. Den haben wir nicht vergessen. Der kommt noch und es kommt, glaube ich, ziemlich viel in diesem Januar. Unter anderem etwas mit, auch wieder mit Toten, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Oder Untoten vielmehr. Und danach verewigt die Nadine noch Kunstwerke in Form von digitaler Art. Mhm. Hat eigentlich den Aspekt mit dem Verewigen reingebracht? Es zieht sich durch diesen Streamingplan, Verewigung. Also,
Wir verewigen und veredeln und werden euch auf jeden Fall mit wunderbaren weiteren Inhalten den Rest dieser Woche noch unterhalten und natürlich auch darüber hinaus, denn wir haben noch eine ganze Menge weiteres Material im Köcher. Also das heißt, ihr könnt euch in den nächsten Wochen und Monaten dann noch auf einiges vorbereiten. Es lohnt sich. Bleibt mit dabei. Und für heute sind wir allerdings raus, aber morgen geht es natürlich direkt weiter. Morgen geht es direkt weiter mit dem Redax Insight. Ne? Wann haben wir das morgen? Das haben wir morgen um 17 Uhr. Ja, also das heißt, um 17 Uhr sehen wir uns direkt wieder. Tragt euch das direkt ein und lasst euch das auf gar keinen Fall entgehen, denn es lohnt sich wieder einzuschalten. Es war mir ein Fest. Ihr wart großartig, total super. Und Björn, die Forgotten Realms. Ja. Immer wieder. Immer wieder die Forgotten Realms. Sehr schön, alles klar. Lieben Dank. Was immer ihr da draußen noch macht, bis ihr morgen um 17 Uhr wieder einschaltet. Viel Spaß dabei und bleibt gesund.